Kann ich was bei uns machen? Ja, freilich natürlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie höflich ersuchen, die Plätze einzunehmen. Kein Wunder, dass die österreichisch-ungarische Armee zugrunde gegangen ist, wenn ihre Trompetensignale, das war das Signal zum Sammeln der altösterreichischen Monarchie, nicht ausreicht, um ihre Diskussionsbereitschaft zu bremsen, was mich wieder freut, wenn nicht die Trompetensignale zu schwach, sondern ihr Diskussionswille Gott sei Dank stark genug ist und trotz der frühen Morgenstunde bereits das Diskussionsblut in Wallung geraten ist. Ich darf nur für die neu Hinzukommenden dieses Prozedere erklären. Wir waren lange im Zwist zwischen sehr viel Podiumsvorträgen, wo also das gesamte Auditorium beieinander sitzt, mit der geringen Möglichkeit zu diskutieren. Und Panels, die sehr viel Vortragende bringen, sehr viel Möglichkeit zum Diskutieren, aber letztlich wenig Gesamtvorträge in der Zahl und sind daher zu einer Mischvariante gekommen, Einzelvorträge mit Panels zusammenzulegen. Wir sind weiter dazu gekommen, dass die Panels so spezifisch sind, dass nicht das gesamte Auditorium immer einer Thematik sich verschrieben hat, sondern wir wollten die Möglichkeit geben, zwei Panels parallel zu machen, was wieder das Problem nach sich zieht, dass jemand, der in einem Panel sitzt, einen wesentlichen anderen Teil der Konferenz nicht hört. Und jetzt kommt die dialektische Synthese. Wir treiben Parallelpanels vor, lassen durch die Panelleiter unabhängige Inhalte bearbeiten und bitten im Anschluss zu Beginn des nächsten Gesamtpanels die Leiter der beiden Panels für das Plenum eine Zusammenfassung zu machen, weil wir die Panels auch meistens, wo es gegangen ist, komplementär gestalten. Das heißt, es gibt Überschneidungen, thematische Überschneidungen zwischen diesen zwei Panels, wie hier zwischen Philosophie und Geschichte. Und daher bitte ich die beiden Panelleiter in etwa 10, 15 Minuten eine Synthese für alle Teilnehmenden darzustellen. Wenn das nicht reicht, kann der gesamte Inhalt des jeweils anderen Panels auf YouTube nachgesehen werden. Meine Herren, darf ich euch um eure Worte ersuchen? Ja. Danke, Herr Brigadier. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte die Ehre, den Panel Strategie und Philosophie und Bildung als strategische Ressource zu leiten. Es war ein buntes Potpourri, das diesen gesamten Bereich abgedeckt hat. Und der Erste, der aufgetreten ist, war Professor Klaus von Rosen. Er hat den Willen für die Strategie nutzbar machen wollen und hat das auch pädagogisch dargestellt, wie das möglich ist. Der Wille, sagt er, ist ein geistiger Akt zur Verwirklichung von Zielen. Er ist nicht voraussetzungsfrei. Er hängt von vielen Faktoren ab und er verändert die Umwelt. Also dieser Wille verändert aktiv dann die Umwelt. Pädagogisch beeinflussbar ist dieser Wille durch Reize, Lob und Tadel, durch Sozialisierung, Vorbild, bewusstes Lernen, sich einüben und durch das Praktische, den Erfolg, den Misserfolg, der verstärkt dann jeweils den Willen oder kann ihn teilweise auch schwächen. Das Lernen von Strategiedenken ist nur ein Zusammenspiel aller verschiedenen Lernzieltaxonomien oder auf allen Bereichen auf dem höchsten Niveau. Und es gibt viele Möglichkeiten, die er aufgezeigt hat, wie der Pädagoge, wo er Lehrer ist, im Hintergrund arbeiten kann und eben diese Strategie, also das Strategielernen möglich macht. Der zweite Vortragende war Professor Dr. Stadler. Er hat die Bildung ins Zentrum seiner Betrachtungen gestellt und hat sich von der philosophischen Schiene her angenähert. Er fragt nach dem Was. Also die Philosophie fragt nach dem Was und begründet die Dinge. Und er sagt, dass zwei Fragen hier zentral sind
in diesem Bereich? Was kann ich wissen und was soll ich tun? Und beide zur Beantwortung kommen, dann ist, was ist Strategie, wäre diese synoptische Geschichte. Er hat einen kleinen Exkurs zu Platon gebracht, der die drei Seelen bringt, die Vernunftseele, die Mutseele und die Begehrensseele. Die korrespondieren mit drei anderen Dingen, nämlich der Weisheit, Vernunft, ja, die Tapferkeit, der Mut und die Mäßigung, das Begehren. Und die sind wiederum drinnen bei Politik, Strategie und Taktik. Also die Vernunft in der Politik, der Mut in der Strategie und das Begehren in der Taktik. Und wenn alle drei im Gleichgewicht sind, sagt Platon, ja, dann ist Gerechtigkeit erreicht. Als zweiten Exkurs brachte Clausewitz, ja, der auch mit einem Dreiklang verbunden ist und dementsprechend die Politik, die Strategie und die Taktik auch dargelegt hat. Und dementsprechend hat er diese beiden dann synthetisiert, synergiert und also polemologisch Platon und Clausewitz kombiniert und hat am Ende eine Formel gebracht, wie strategische Prognosen möglich sind, also berechenbar. Der dritte Vortragende war Professor Maszrak aus Polen. Und er hat sich gefragt, wie soll militärische Bildung organisiert sein, um strategisch wirksam zu werden. Militärische Sicherheit ist der Garant für nationale Unabhängigkeit und politische Sicherheit, sagt er. Der militärische Wille, der wichtig ist für diese strategische Geschichte, ergibt sich aus den Prinzipien des Krieges. Er legt das sehr klar mit einer Liste von Challenges, Chances und Threats dar und bringt auch viele praktische Beispiele. Er stellt ebenfalls eine Formel auf, die die Einwirkung verschiedener Faktoren auf die Strategie darstellt. Als vierter Redner war Professor Magetai. Er hat epistemische Probleme dargestellt, wie Strategien umgesetzt werden. Er hat gezeigt, dass die epistemischen und kognitiven Bedingungen, wie Strategien implementiert werden, ähnlichen Umständen gehorchen, wie sie auch in Disasters, also in außergewöhnlichen Umständen vorkommen. Um ihnen zu begegnen, muss man allerdings vorher vorbereitet werden. Deshalb ist es wichtig, wie Entscheidungen getroffen werden, und die werden eher in Gruppen getroffen, denn von einem Einzelnen. Als letzter war Professor Dr. Elsner am Wort und er hat ausgehend von der Frage im Alten Testament, was ist denn ein Mensch, gezeigt, dass der Mensch der eigentliche Unsicherheitsfaktor einer Strategie in der Umsetzung ist. Nicht die Begleitumstände, sondern der Mensch. Er hat das Beispiel Artificial Intelligence und Automatisierung gebracht und dementsprechend kann diese AI auch vom Erbauer, vom Menschen nicht mehr wirklich beherrscht werden. Verschiedene, die zu den drei Standardkränkungen des Menschen, die bekannt sind, also die Ersetzung des das heliozentrische Weltbild, das geozentrische ersetzt hat, dann eben, dass der Mensch nicht Gottes Ebenbild ist, sondern vom Affen abstammt, und die freudsche Kränkung, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus, also im eigenen Kopfe ist, gebracht und hat sie durch die digitale Kränkung noch komplettiert, die vierte ist, wo der Mensch dann sozusagen sich selbst überflüssig macht, so wegrationalisiert, indem er nicht mehr so effizient ist wie die Maschine, die er baut. Also in diesem gesamten Bereich hat sich der Panel bewegt und die Diskussion danach war recht rege, allerdings sehr kurz. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, noch einmal guten Morgen. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine sehr knappe Zusammenfassung des Panels Militär, Geschichte und Strategie hier geben. Wir hatten also drei Referenten. Es ging eigentlich bei allen bis zu einem gewissen Grad
um die Bedeutung des Willens zur Umsetzung von Zielen in der Betrachtung und letztlich auch da und dort um den Begriff der Fortune, die sozusagen sehr oft hier den Nebel des Krieges hier überraschend beeinflussen kann. Der erste Referent war Oberst außer Dienst Siegfried Lautsch. Er hat also über den Begriff der Operation hier gesprochen, die operative Kunst als Scharnier zwischen Strategie und Taktik. Er hat also diese Entwicklung des Denkens in der Sowjetunion und dann zum Teil übernommen im Warschauer Pakt hier dargestellt. Das operative Denken, das also in der Sowjetunion von Marschall Schaposchnikow, Triander Filow und Tuchatschewski hier ganz massiv entwickelt wurde in den 30er Jahren, sich im Zweiten Weltkrieg natürlich ausgewirkt hat und dann auch den Begriff der operativen Kunst mit allen Aspekten bis in die Zeit Ende der 80er Jahre hier wirkungsmächtig ist. Letztlich sind aber diese Überlegungen, die Wahl der vorhandenen Mittel, das Überprüfen der vorhandenen Mittel, der Wille zum Einsatz und die Beachtung der Führungsgrundsätze. Und hier gab es also, wenn man so will, mit dem westlichen Denken da und dort massive Überschneidungen. Oberst Ulrich Gleiser hat also über militärgeschichtliche Aspekte gesprochen im Denken, im militärischen Denken, im strategischen Gedankengut und den Willen im historischen Kontext, wo er das Zitat gebracht hat von Thukydides: Die Stärke eines Staates sind nicht Schiffe noch Mauern, sondern Männer. Also das heißt, der Wille, erstens einmal politische Vorgaben zu formulieren und dann auch der Wille, politische Ziele, das geht also von wirtschaftlichen Aspekten, die also die Voraussetzung sind, auch für das Überleben eines Staates und dann auch letztlich für die Umsetzung politisch-militärischer Zielvorstellungen. Ein weitgehend unbeachtetes, leider unbeachtetes Kapitel hat hier dann auch Dr. Walter Bosch gebracht. Es ging eigentlich um Untergrundorganisationen im türkischen Raum, wo er also zurückgeblendet hat, bis in die 20er Jahre nach der türkischen Revolution unter Atatürk, wo es also auch linksgerichtete Gruppen gegeben hat. Er hat dann beleuchtet auch die Zeit nach 1945, wo also eine Zersplitterung stattfindet dieser Gruppen, die also auch heute sehr, sehr schwer überschaubar sind, aber alle eines gemeinsam haben, die also beeinflusst worden sind von den Theorien über den Guerillakrieg von Marighella, Che Guevara, Mao. Und hier eine ganz große Rolle spielen in einem Wechsel zwischen sozialrevolutionären Ideen, Guerillakampf in der Stadt und auf dem offenen Land. Und was vielleicht vor allem ganz wichtig ist, dass also diese Entwicklungen, wie er also ausgeführt hat, im mitteleuropäischen Raum nur unvollkommen beobachtet werden und das also, wie er es formuliert hat, ein Versäumnis ist. Das ist also meine Anmerkung dazu, zu unangenehmen Überraschungen
im mitteleuropäischen Raum, aber letztlich auch im gesamteuropäischen Raum und vielleicht sogar auf dem amerikanischen Kontinent führen können. Also ein sehr selten behandeltes Thema, aber aufgrund der hohen Kompetenz und langen, jahrzehntelangen Beschäftigung eigentlich hochinteressantes Thema, das also wiederum zeigt, auch hier der Wille zur revolutionären Veränderung, auch zur Anwendung von Gewalt, auch wenn die Mittel gering sind und der Personaleinsatz gering, aber der Schaden, der angerichtet werden kann, sehr, sehr hoch sein kann. Ja, das war also so in ganz kurz skizziert die Vorträge und die Betrachtungen im Bereich der Militärgeschichte, wobei es natürlich mir dann aufgefallen ist, zu deinem Bereich hier natürlich interessante Überschneidungen gibt, die wieder eigenes Panel notwendig machen oder interessant machen könnten. Vielen Dank. Danke den beiden Herren für die Darstellung. Gibt es zum Verständnis zwischen beiden Pendels Fragen, die unmittelbar behandelt werden müssen? Deswegen sitzen meine beiden Herren noch hier. Wir können das auch im Pausengespräch, im Abendgespräch, im Kamingespräch fortsetzen. Aber wenn Sie jetzt zum Verständnis, zum Zusammen- oder Ineinandergreifen bei der Arbeitsgruppe eine unmittelbare Frage gäbe, stehen wir nicht an, die zu beantworten. Wenn das nicht so ist, darf ich beiden Herren herzlich danken. Ich darf zum nächsten Pendel überleiten. Ich verspreche Ihnen, dass das kein Einheitsbrei wird. Es geht um Geostrategie, es geht um geostrategische Belange der Strategie. Sie werden hier Vertreter des geopolitischen Ansatzes finden. Sie finden die Klassiker der Geostrategie. Sie finden eine wirtschaftlich, Cyber- und philosophieseitigen Zugang zur Geostrategie. Und Sie finden mit seiner Durchlaucht Prinz Alfred von Liechtenstein, den wir gewinnen konnten, zu uns zu stoßen, einen Vertreter einer alternativen, neuen, breiteren, weitgeistigeren Art Strategie, auch unter dem Blickwinkel Geostrategie, zu betrachten. Lieber Jörg, wo ist er? Steht schon. Steht, ja. Nur die Fahnen zählt der Blick des Feldherrs nach Wallenstein. Das Auditorium ist warm gelaufen. Ich darf es dir übergeben. Bitte, walte deines Amtes. Ja, sehr verehrtes Auditorium, herzlichen Dank an Brigadier Peischl, sein Team, die zum vierten Mal diese hervorragende Konferenz organisiert haben. Herzlichen Dank auch an die Dolmetscher, die da hinten in ihrer Kabine wahrscheinlich noch mehr schwitzen als wir. Ich möchte einleiten mit einem kleinen Vortrag, warum Deutschlands multilaterales Denken ein neuer deutscher Sonderweg ist und dann meinen Mitpanelisten das Wort übergeben. Um welche Frage geht es dabei? Aus meiner Sicht zuallererst um die Frage, wie die deutsche Bundesregierung ernsthaft glauben kann, Sprecher der Multilateralisten mit Aussicht auf Erfolg sein zu können. Und dies in einer Welt, in der die großen drei, USA, China und Russland, aber auch viele Mittelmächte auf klassische Machtpolitik setzen. Auch wenn Deutschland hier Willen zeigt, etwas zu erhalten, was man aus meiner Sicht fälschlicherweise für den Garanten jahrzehntelanger Stabilität in Europa und der Welt hält, bleibt zu fragen, wie realistisch das Anliegen überhaupt ist. Seit Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, spricht man in Deutschland von einer Krise des Multilateralismus. Am 3. April 2019 konnte man dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes lesen. Deutschland und Frankreich haben eine Allianz der Multilateralisten ins Leben gerufen. Es gehe darum, den Kern der regelbasierten Ordnung zu erhalten und ein jeder gegen jeden unbedingt zu vermeiden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian. Themen des neuen Netzwerks könnten etwa Abrüstung
und der Schutz der Menschenrechte sein. Maas und Le Drian äußerten sich nach einem Arbeitsmittagessen mit Vertretern von rund 15 weiteren Staaten, die bei der Allianz mitmachen wollen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen waren unter anderem Kanada und Japan dabei, die sich besonders für das Projekt engagierten, sowie Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko und Australien. Zum Hintergrund des Projekts verwies Le Drian darauf, dass internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen und deren Prinzipien immer stärker in Frage gestellt werden. Internationale Zusammenarbeit sei aber die beste Garantie für dauerhaften Frieden, mahnte er. Die Staaten, die an den Vereinten Nationen festhielten, seien in der Mehrheit, was aber nicht immer öffentlich sichtbar werde. Daher müssten diese Länder ihre Kräfte einen. Jeder, der wolle, könne mitmachen. Trump und Mitglieder seiner Regierung äußern sich immer wieder kritisch über internationale Organisationen und Vereinbarungen und verfolgen die Maxime Amerika zuerst. Maas sagte, die Initiatoren wären froh, wenn sich die Vereinigten Staaten der neuen Allianz anschließen würden. Es gehe um die Stärkung des Multilateralismus gegenüber Bemühungen, ihn auszuhöhlen. Jeder müsse selber entscheiden, auf welcher Seite er dabei steht. Deutschland scheint sein Thema gefunden zu haben. Interessanterweise setzt Berlin nicht auf das Wiedererstarken der Realpolitik. Aber warum tut sich Europa und hier besonders Deutschland so schwer, den Realitäten ins Auge zu sehen, während die USA, Russland und China längst danach handeln? Die Antwort könnte in den unterschiedlichen Schlussfolgerungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in den USA, Russland und China auf der einen Seite und den westeuropäischen Ländern auf der anderen Seite liegen. Während die USA nach dem Ersten Weltkrieg versuchten, mit dem Völkerbund eine multilaterale Ordnung zu begründen, die sich dann als Friedensgarant nicht bewährte, dehnten sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Einflussbereich bis zur Elbe aus und beschützten diesen mit der Gründung der NATO und einer beispiellosen militärischen Rüstung. Im Gegenzug dazu predigte Europa nie wieder Krieg und schuf mit der Europäischen Union ein Friedensprojekt, das sich als Antwort auf die verheerenden Konflikte in Europa verstand. Während man in Europa auf Konsens durch Reden und Vertrauen schaffen durch Gremien setzte, behielten die USA ihre an Kriegsbildern ausgerichtete Strategie bei, eingebettet in ein erfolgreiches Demokratie- und Wirtschaftsmodell, technologische Führerschaft sowie kulturelle Attraktivität. Dass Frieden in Europa über 70 Jahre erhalten blieb, führen die Europäer heute mehrheitlich tatsächlich auf ihren multilateralen Ansatz und nicht auf die militärische Präsenz der USA zurück. Hierin liegt auch der Grund, weshalb Europa an Mittel zur Vermeidung und Lösung von Krisen glaubt, die in der Realität gar nicht wirken. Diese politische Homöopathie hat viele Anhänger, aber ist ohne militärische Flankierung wirkungslos. Und sie ist auch nicht die alleinige Ursache für den Erfolg des europäischen Friedensprojekts. Dieses Friedensprojekt wurde und wird durch einen sicherheitspolitischen US-amerikanischen Schutzschirm ermöglicht und aufrechterhalten und nicht durch die OSZE oder den Europarat oder andere Debattierclubs. Wahrscheinlich wird die Mehrheit der Europäer dies erst wieder lernen müssen. Dabei hätte man auch in Berlin Zeit gehabt, sich an den Erfahrungen der eigenen Geschichte zu orientieren und in den Lehrbüchern der internationalen Politik nachzulesen, um die aktuellen Entwicklungen zu verstehen. Zwar hat die Verrechtlichung der Politik gerade für die Länder Vorteile, die selbst kaum Gestaltungsmacht besitzen, aber gerade darin liegt auch ihre größte Schwäche. Verträge werden nur eingehalten, wenn es eine Ordnungsmacht gibt, die dies garantiert. Würde die Ukraine heute noch einmal die Abgabe seiner Atomwaffen zustimmen, nur aufgrund der Garantieerklärung von Russland, den USA und Großbritannien, in einem Vertrag mit Versprechen zum Schutz seiner staatlichen Souveränität und bestehenden Grenzen? Wohl kaum. Auch das Budapester Memorandum ist ein weiteres Beispiel von der begrenzten Haltbarkeit internationaler Verträge. Oder in den Worten des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen: Die Haltbarkeit aller Verträge zwischen Großstaaten ist eine bedingte.
sobald sie in dem Kampf ums Dasein auf die Probe gestellt wird. Keine große Nation wird je zu bewegen sein, ihr Bestehen auf dem Altar der Vertragstreue zu opfern, wenn sie gezwungen ist, zwischen beiden zu wählen. Man kann das bedauern, aber diese Entwicklungen sind seit dem Beginn menschlicher politischer Interaktion nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Oder wie es der ehemalige Oberbefehlshaber des US Pacific Command, Admiral Harry Brinkley Harris, sagte: Unser 25-jähriger Urlaub von der Geschichte ist nun vorbei. Der Dreiklang Brexit, Putin und Trump könnte dabei den Europäern als Katalysator helfen. Deutschlands Versuch, eine Allianz der Multilateralisten zu gründen und so Einfluss auf den Gang der Politik zu nehmen, ist aus meiner Sicht naiv. Dass sich die drei Weltanführer USA, China und Russland an diesem Projekt nicht beteiligen, war klar. Dass die Sicherheitsrats- und Atommächte Frankreich und Großbritannien dabei sind, klingt auf den ersten Blick vielversprechend, sollte aber nicht überbewertet werden. Selbst Japan, das sich den Berlinern formal angeschlossen hat, baut doch gleichzeitig auch Flugzeugträger und Stealth-Kampfflugzeuge, so als würde man der Initiative aus der alten Welt doch nicht recht vertrauen. Und hinter vorgehaltener Hand tragen Berlins Doppelstandards auf der einen Seite Lordsiegelbewahrer einer regelbasierten und multipolaren Welt zu sein und auf der anderen Seite egoistischer Vollstrecker nationaler Interessen auch nicht gerade zur Vergrößerung der Erfolgschancen bei. Geht es um Nord Stream 2, die Kooperation mit Huawei oder die im multilateralen Rahmen gemachten Zusagen zu den Verteidigungsausgaben in der NATO, reagiert Deutschland wie eine klassische Großmacht, die eigenen Interessen verfolgen. Dass der Wille oder gute Wünsche allein die Welt nicht zu einem besseren Ort machen, ist eigentlich ein allgemeiner Platz. Denn hier geht es um Macht und die Fähigkeit, Interessen auch mit Gewalt durchzusetzen und andere davon abzuhalten, dies zu tun. Europa will es überleben, muss deshalb auch Krieg können, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. 30 Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts dämmert es in den Hauptstädten Europas, dass die Zeit der quasi kostenlosen US-Sicherheitsgarantien vorbei ist. Leider unterliegen die meisten Kommentatoren bei der Analyse der Beweggründe und Ziele des US-Präsidenten aus meiner Sicht einem Fehlschluss. Sie deuten Trumps Kritik an der NATO schon als das Ende amerikanischen Engagements in Europa. Was hierbei übersehen wird, ist, dass sich das strategische Tableau der USA überhaupt nicht verändert hat. Wenn Trump mit dem Ende der NATO kokettiert, meint er keineswegs das Ende amerikanischer sicherheitspolitischer Verpflichtungen in der alten Welt. Diesen Rahmen setzt Alfred Thayer Mahans bis heute gültige Lehrmeinung, dass die USA ihre globale dominante Stellung, ihrer Flotte und der Beherrschung beider Gegenküsten verdanken. Ob die USA dafür in Europa künftig noch die NATO brauchen, steht auf einem anderen Blatt. Denn natürlich ließen sich die Interessen der USA in Europa auch durch bilaterale Verteidigungsbündnisse wahren, vielleicht sogar preiswerter und mit weniger politischer Dissonanz als heute. Wie das aussehen könnte, kann man bereits an den Entwicklungen zwischen Finnland und den USA sowie Polen und den USA erkennen. Finnland wird für amerikanische Sicherheitsgarantien US-Kampfflugzeuge kaufen müssen, statt wie bisher nur schwedische Muster. Polen ist bereit, den USA für die Stationierung von US-Truppen Geld zu bezahlen, viel Geld zu bezahlen. Und gegenüber Deutschland wurde kürzlich verkündet, es müsse für die US-amerikanische Militärpräsenz bezahlen, und zwar plus 50% Aufschlag. Bekannt sei dieses Modell als Cost plus 50, schrieb die Washington Post. Sicherheit als neues Geschäftsmodell. Niemand soll sich in Europa darauf verlassen, dass die NATO für die Durchsetzung amerikanischer Interessen wirklich unverzichtbar ist. Und seien wir ehrlich, wenn die in der NATO organisierten EU-Länder lediglich 20% der NATO-Verteidigungsausgaben generieren, kann man die USA nicht dafür kritisieren, wenn sie dieses Ungleichgewicht nicht nur anmahnen, sondern nun auch
Abhilfe verlangen. Aber das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der EU sucht Ausflüchte. Ich habe den Eindruck, als besteht Europas Strategie gegenüber Trumps Neujustierung der internationalen Politik im Moment darin, auf das Ende seiner Präsidentschaft in 2 Jahren zu hoffen. Aber würde ein anderer Präsident noch eine andere Politik verfolgen? Und was, wenn Trump bis 2025 Präsident der USA bleibt? Schwer vorstellbar, dass die Europäer so lange an ihrem Sonderweg festhalten können. Welchen Kurs sollte nun Deutschland steuern? Aus meiner Sicht sollte sich die deutsche Politik, die aufgrund ihrer 2000-jährigen Geschichte eigentlich so viel Erfahrung in Realpolitik besitzt, mehr an Friedrich dem Großen und seinem Realismus orientieren. Ausgehend von einem Brief Friedrichs an Voltaire, trotz aller philosophischen Schulen wird der Mensch die bösartigste Bestie auf der Welt bleiben. Aberglaube, Eigennutz, Rache, Verrat und Undank werden bis ans Ende der Zeiten blutige und tragische Szenen hervorbringen, denn uns leiten gewöhnlich Leidenschaften und nicht die Vernunft. Das bestimmende Motiv dieser Realisten ist das Recht des Stärkeren. Der griechische Historiker Thukydides war der Erste, der es im Detail beschrieb, ist besonders eindringlich im Melia-Dialog, im 5. Buch seines Peloponnesischen Krieges, in der klassischen Passage, da ihr ebenso gut wisst wie mir, dass Recht im menschlichen Verkehr nur bei gleichem Kräfteverhältnis zur Geltung kommt, die Stärkeren aber alles in ihrer Kraft Stehende durchsetzen und die Schwächeren sich fügen. Der Topos dieses Buches über den Krieg zwischen Athen und Sparta befasst sich mit einem bis heute gültigen Konfliktmuster. Was passiert, wenn eine dominierende Macht durch eine aufsteigende Macht herausgefordert wird? Unter Führung des Harvard-Historikers Graham Allison befassen sich die Ivy League-Universitäten der USA seit einigen Jahren mit diesem Thema. Unter dem Begriff Thukydides-Falle wurde ein Dilemma identifiziert, das in den zurückliegenden 500 Jahren 16 Konflikte zwischen rivalen Staaten hervorgebracht hat, wovon 12 in einem militärischen Konflikt ausgefochten wurden. Die Frage, was das für die Rivalität zwischen den USA und China bedeuten kann, aber auch für das nach wie vor offene Ringen um die Vorherrschaft in Europa, sind selbsterklärend zentrale Fragen im 21. Jahrhundert. Leider bietet Deutschlands aktuelle multilaterale Politik keinen echten Lösungsansatz, nur Rechthaberei. Dass diese Politik dazu beiträgt, sich aus dem Kreis ernstzunehmender Staaten zu verabschieden, erkennt man auch daran, dass Deutschland nicht bereit ist, seine Streitkräfte in einen Zustand zu versetzen, um nicht herumgeschubst werden zu können. Obwohl die deutsche Politik immer wieder sogar eine europäische sicherheitspolitische Antwort auf die sich verändernde Partnerschaft mit den USA anregt, Konsens ist mittlerweile, dass wir uns auf die USA nicht mehr uneingeschränkt verlassen können. Aber was folgt daraus? Die Mahnung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Ischinger, verhallt ungehört. Deutschland muss wissen, dass eine stärkere europäische sicherheitspolitische Autonomie mindestens 4% Rüstungsausgaben vom BIP nach sich ziehen würde. Und dabei kann sich Berlin noch nicht einmal darauf einigen, die der NATO zugesagten 2% auszugeben. Wenn deutsche Spitzenpolitiker dann noch ganz unvermittelt den Bau eines europäischen Flugzeugträgers fordern, verstärkt sich in der sicherheitspolitischen Community der Eindruck, da stehen Laienspieler am Ruder, die nicht wissen, welchen Kurs sie einlegen sollen. Vertrauen gewinnt man so sicher nicht. Im Gegenteil. Deutschlands sicherheitspolitische Selbstisolation nimmt zu, Gewicht innerhalb der internationalen Gemeinschaft ab, den Sitz im Sicherheitsrat hin oder her. Solange die politische Führung nicht erkennt, dass die Hauptwährung in den sicherheitspolitischen Auseinandersetzungen erneut und wie in den Jahrhunderten zuvor nicht multilaterale Gesprächskreise, sondern militärische Befähigungen sind, boxt Deutschland weit unterhalb seiner Gewichtsklasse. Europa ist gut beraten, möglichst bald von den moralisch überhöhten Gipfeln seiner Multilateralismus-Idee in die Ebenen der Realpolitik herabzusteigen. Sollte das nicht passieren und sich der Konflikt mit den USA verstärken, erinnert das sehr an den Konflikt zwischen Athenern und Melian vor 2500 Jahren. Und eins muss uns hier allen klar sein. Wir Europäer
sind in diesem Kräftemessen die Medien. Meine verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die große Freude, meine Mitpanelisten hier nach vorne zu binden. Ich möchte Professor Lapins nach vorne binden, Professor Korkisch, Dr. Stockhammer und Magister Prinz Albrecht von Liechtenstein. Der nächste Vortrag wird von meinem Freund Professor Wolf Lapins kommen. Der wird eine direkte Erwiderung auf die von mir gerade gemachten Ausführungen sein. Wolf, du hast das Wort. Verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mit meinem geschätzten Freund Jörg verabredet, dass ich hier den Advocatus Diaboli spiele und mich mit seinen provokativen intellektuellen Fingerübungen auseinandersetze. Es wird also kongenial kein Tango werden, sondern eher ein Breakdance. Lieber Jörg, zu Beginn fokussierst du gleich die Frage, wie die deutsche Bundesregierung ernsthaft glauben kann, Sprecher der Multilateralisten mit Aussicht auf Erfolg sein zu können. Und dies in einer Welt, in der die großen drei, China, Russland, USA, aber auch viele Mittelmächte auf klassische Machtpolitik setzen. Dieser Vorwurf gegenüber Berlins vorgebliche, hochtalentierte Ahnungslosigkeit bedeutet doch schmallippig im rührenden Rhetoriksudes Klappe halten oder mit Blick auf unseren geschätzten Kollegen Thomas Elsner, ich hoffe, er ist noch hier, mit Blick auf Vers 14 im Paulusbrief an die Korinther, die Frau schweige in der Gemeinde. Also wie gesagt, ich werde mich mit deinen provokativen Thesen auseinandersetzen, denn bekanntlich ist ja, wer Schmetterlinge im Bauch bekommen will, muss erst mal Raupen essen und davon hast du viele gesetzt. Auffällig ist der zunächst politisch-moralische Violinschlüssel vor deinem ganzen Beitrag. Zitat: Deutschlands Versuch, eine Allianz der Multilateralisten zu gründen und so Einfluss auf den Gang der Politik zu nehmen, ist aus meiner Sicht naiv. Dass sich die drei Weltanführer China, Russland und USA an diesem Pakt nicht beteiligen, war klar. Nun wissen wir aber, dass genau diese Initiative von Frankreich und Deutschland von China unterstützt wird. Das erwähnte ausdrücklich auch Liu Kang, der Sprecher des Außenministeriums der Chinesischen Republik, indem er ausdrücklich auf Xi Jinping abhob, der sagte, wir werden diesen Multilateralismus-Dialog intensiv fördern und einfordern. Du wirst wahrscheinlich jetzt remonstrieren, China male hier lediglich politische Graffiti oder gebe den Phrasendreschen den Trittbrettfahrer. Wir alle wissen aber, Diplomatie beginnt mit politischen Verlautbarungen und transformiert disparate Positionen in Prozesse, Abkommen und Kontrollregime. Zudem, es gibt doch kein Cocktail von Ungewissheit, der grundsätzlich ebenfalls Bereitschaft zur Stärkung des Multilateralismus hat, zumal du ja auch selber Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko, Australien erwähnst. Und in der erstmaligen Version der norwegischen Deutschlandstrategie vom 14. Juni diesen Jahres heißt es zentral, ich zitiere, zusammen mit Deutschland sollen multilaterale Institutionen internationale Verhaltensregeln und ein möglichst freier Welthandel verteidigt und gestärkt werden. Und dann kommt, wie in allen deinen Aufsätzen, auch hier endlich der Cantus Firmus, Deutschlands vorgeblicher Verzicht und Defizit an Realpolitik. Zitat, interessanterweise setzt Berlin nicht auf das Wiedererstarken der Realpolitik, aber warum tut sich Europa und hier insbesondere Deutschland so schwer, den Realität ins Auge zu setzen, während die USA, Russland und China längst danach handeln? Was soll konkret deine Forderung nach einem realpolitischen Widerstarken ausdrücken? Wir alle kennen den klagenden Topos des leider vor zwei Jahren verstorbenen Politikwissenschaftlers, Bonner Politikwissenschaftlers Hans-Peter Schwarz, von Deutschlands Machtversessenheit zu seiner Machtvergessenheit in der Zeit der Bonner Republik. Du willst wahrscheinlich oder offensichtlich über Schwarz hinausgehen und plädierst für eine Rolle rückwärts erneut zu mehr Macht. Auf jeden Fall möchtest du aber erst einmal aus dem vorgeblichen
realpolitischen Abklingbecken heraussteigen. Denn Panthersprung geht, nein, nicht wie 1911 nach Nordafrika, sondern historisch noch viel weiter zurück, ebenfalls in eine historisch robuste Dornenhecke mit einer Anlehnung an den Preußenkönig Friedrich II. Zitat von dir: Aus meiner Sicht sollte sich die deutsche Politik mehr an Friedrich den Großen und seinem Realismus orientieren. Damit wächst du bei mir zunächst einmal beklemmende Ratlosigkeit, denn mit dem Willen und Umsetzung zur präventiven Kriegsführung des 18. Jahrhunderts wie Friedrich II., der Schlesische Krieg und der Siebenjährige Krieg wird Deutschland im 21. Jahrhundert ganz bestimmt sicherheitspolitisch nicht Gassi gehen. In diesem Kontext ein Zitat: Das bestimmende Motiv dieser Realisten ist das Recht des Stärkeren. Damit holst du aber einen im demokratischen Europa längst verbannten dunklen Gast als Denkfigur wieder zurück an den europäischen Tisch. Denn es ist eine gewaltige normative zivil-historische Leistung gewesen, eben aus dem Recht des Stärkeren die Stärke des Rechts zu transformieren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir eine grundsätzliche Bemerkung. Deutschland hat die Mahnung des damaligen polnischen Außenministers Radosław Sikorski 2011 ernst und zum Nennwert genommen, der damals sagte: Ich fürchte mich weniger vor Deutschlands Macht, sondern beginne mich mehr vor Deutschlands Untätigkeit zu fürchten. Zitat zu Ende. Deutschland hat meines Erachtens seitdem als Führungsnation sich in Europa etabliert. Essentiell für Führen heißt andere Staaten mitnehmen, denn Führung in Europa basiert auf freiwilliger Gefolgschaft. Deutschland ist der europäischen Führungsmacht geworden, gerade weil es nach der Einheit als neuer Goliath im Gewand von David geblieben ist und nicht als vormaliger David nun im Gewand von Goliath aufgetreten ist. Die Vereinigte Berliner Republik erlag eben nicht Versuchung geopolitisch-zeitgeschichtlicher Blaupausen. Deutschlands Führungslegitimität speist sich als Verantwortungsmacht aus seinem Engagement für ein zivilisiertes Miteinander und seiner Kunst der Koalitionsbildung, Exemplo Ducemus, wir führen durch Vorbild. Die EU ist selbstreferenziell wie auch strukturell ein antihegemoniales Projekt. Deshalb stellt sich immer wieder auch die Frage, wie viel Führung erträgt ein integriertes Europa? Das muss mit Blick auf jeweils neue Politiker in den europäischen Führungsetagen immer wieder ausbalanciert werden. Lieber Jörg, du behauptest weiter, Zitat: Leider bietet Deutschlands aktuelle multilaterale Politik keinen echten Lösungsansatz, nur Rechthaberei. Bei allem Respekt. Aber damit bedienst du für mich den politischen Boulevard zulasten ernsthafter Analyse. Ich stelle nämlich denen gegenüber die These auf, das Engagement für eine Revitalisierung des Multilaterismus ist gerade der neue Realismus eo ipso. Mit dem Verweis auf den russischen Bruch des Budapester Memorandums und dem schnellen Verfall internationaler Verträge führst du auch Otto von Bismarck als Kronzeugen an. Damit verweist du auf das Spannungsverhältnis von Stabilität und Veränderung im Völkerrecht, nämlich der Rechtsgrundsätze Clausa Rebus Sextantibus und Pacta Sunt Servanda. Nämlich das erste Clausa Rebus Sextantibus, die Erlaubnis, Verträge ändern zu können, wenn sich die entscheidenden Umstände zu ändern eingestellt haben. In der Völkerrechtswissenschaft zu Bismarck-Zeiten war die Clausa Rebus Sextantibus als Gewohnheitsrecht in der Tat eine im Vertragsvölkerrecht anerkannte Formel. Und auch in Artikel 62 der Übereinkunft der Wiener Verträge von 1969 ist die Clausa Rebus Sextantibus kodifiziert, aber seit dieser Kodifizierung hat der Internationale Gerichtshof in zwei Verfahren die Berufung auf die Anwendbarkeit der Clausa Rebus Sextantibus abgelehnt. Entscheidend aber für unsere Diskussion ist, mit dieser Vertragsauffassung hätte Bismarck nie Artikel 5 des NATO-Vertrages mit seiner impliziten erweiterten Abschreckung akzeptiert, wie die USA es tun. Ich komme langsam zum Schluss. Ich stimme dazu, Europas geostrategischer Urlaub geht rapide zu Ende. Und Sicherheit mit den USA ist seit Trump auch signifikant schwieriger geworden, aber ohne die USA auch kaum möglich. Die NATO durchleidet mit ihm aber auch keine NATO- und Nahtoderfahrung. Nun ja, der politische Diskurs zum auf dem Prager NATO-Gipfel 2002 erstmals verabredeten
Und erneut auf dem Gipfel 2014 in Wales bekräftigen politischen Willen, 2% des BSP für Verteilung auszugeben, ungeachtet, dass es sich hierbei um einen Richtwert und keine rechtsverbindliche Vorgabe handelt, wird gerade auch in Deutschland in gehobener Kunst der Scheinheiligkeit diskutiert. Aber du behauptest auch, einzig die militärischen Fähigkeiten generieren die Conditio von Sicherheit. Das bedeutet aber permanente Machtmaximierung zur Funktion von absoluter Sicherheit mithin Streben nach Hegemonie. Das ist die These des offensiven Realisten à la John Mersheimer. Ich weiß, du bist ein Vertreter dieser Denkschule. Man könnte aber natürlich auch sagen, oder auf den sehr interessanten Disput zwischen Mersheimer und Kenneth Waltz, also den defensiven Realisten, hinweisen, den erspare ich mir aber. Aber grundsätzlich, klassischer Realismus, offensiver Realismus und defensiver Realismus sind Theoreme für Mächte, die Machtprojektion auch können und wollen. Deutschlands außen- und sicherheitspolitische Gestaltung ist dazu historisch strukturell wie auch verfassungsrechtlich, nämlich Parlamentsvorbehalt, weder in der Lage noch willens. Machtpolitik löst in Deutschland höchstens allergische Schockreaktionen aus. Aber grundsätzlich, die Frage ist, kann wirklich nur militärische Fähigkeit Sicherheit generieren? Aber seit langem wissen wir doch schon und wird auch so praktiziert, dass es das Konzept der vernetzten Sicherheit gibt, dass sie implementiert wurde. Bei ihm wird der Nährboden für eine effektive Gentrifizierung von Sicherheit gedüngt durch kontrollierte normative Regelwerke, entwicklungspolitische Kooperation, Diplomatie und Good Governance. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich werde versuchen, irgendwie in Form eines Telegrammstils einige Fragen aufzuwerfen und auch zu beantworten. Erste Frage, und das berührt den Bereich des Krieges und vielleicht auch den Bereich der Geostrategie und natürlich auch der Luftkriegsstrategie. Ist es möglich, einen Staat, eine Großmacht mit Luftkriegsmitteln alleine niederzuwerfen und zur Kapitulation zu zwingen? Ich spreche hier von Unconditional Surrender, so wie es in Casablanca gefordert wurde, beziehungsweise so wie es dann gegenüber Japan gefordert wurde. Und wenn der Staat nicht bereit ist, sich diesen Vorschlag eines Unconditional Surrenders unter Bedingungen eines Friedensschlusses zu unterwerfen, welche Druckmittel habe ich in der Hand, um das mit Gewalt durchzusetzen? Und das ist das Thema jetzt der nächsten 8-9 Minuten. Die Vereinigten Staaten haben die Idee eines Angriffes gegen Japan unter dem Artikel Annihilation vorangesetzt. Annihilation ist also jener Begriff, der schon zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges den Marsch von Sherman von Atlanta nach Savannah kennzeichnet, ein 60 Kilometer breiter, ungefähr 500 Kilometer langer Marsch einer Armee, die in diesem Bereich alles vernichtet, Eisenbahnlinien, Dörfer, Getreidefelder, Tiere erschießt und so weiter, um den Südstaaten zu zeigen, was passiert, wenn sie weiter Widerstand leistet. Umgelegt auf den Luftkrieg, etwas später, ist es eine Frage der Mittel, die ich habe. Luftkrieg war ja ursprünglich gedacht als Präzisionsinstrument zur Niederwerfung von militärischen oder industriellen Zielen. Erstmals angedacht von Lord Trenchard, dem Befehlshaber der Royal Air Force im Jahr 1918, 1920 und so weiter, der gemeint hat, im Jahr 1919 hätten wir mit einem 1000-Bomber-Luftangriff mit Gasbomben auf Berlin wahrscheinlich das Deutsche Reich zur Kapitulation gezwungen. Diese Idee hat sich dann bei den Duhedisten und bei den anderen Luftkriegstheoretikern, vor allem in Maxwell Airfield in der Nähe von Montgomery, Alabama, ich war dort, ich kenne also diese Institution, durchgesetzt mit der Idee, wir schaffen es, durch Luftkriegsmittel allein einen Staat so zu schwächen, dass er letztlich kapituliert. Die Planungen für diesen Angriff haben dann dazu geführt, dass man für das Deutsche Reich gemeint hat, es gäbe ungefähr so an die 70 Ziele der Energiewirtschaft, schätzungsweise 100 Industrieziele,
Es gibt eine Reihe von militärischen Einrichtungen, die man sukzessive bombardiert, hat ausgerechnet, wir brauchen dafür ungefähr 4000 schwere Bomber vom Typ P-17, P-24 und dann schaffen wir das. Das Problem, das es dabei gab, war, dass es keine, darf ich bitten um das nächste Bild? Okay, noch einmal zurück. Danke. Das Problem war, dass man gemeint hat, die deutsche Industrie wäre im Jahr 1941, zu dem Zeitpunkt wurde der erste Kriegsplan gegen das Deutsche Reich fertiggestellt, im Zeitraum von ungefähr 4 Wochen, sei bereits auf maximaler industrieller und wirtschaftlicher Höhe. Das war natürlich ein Planungsfehler und daher sind dann aus den 4.000 Bombern letztlich dann ungefähr 20.000 geworden, weil man die Zahl der Ziele unterschätzt hatte, die Verlustzahlen unterschätzt hatte. Es sind ja insgesamt über 3.000 Bomber allein über dem Reichsgebiet abgeschossen worden, in jedem Bomber 10 Mann Besatzung. Das heißt, wir haben es also mit ungefähr 30.000 Mann Verlust zu tun, nur bei der Bomberwaffe, nicht bei der Jägerwaffe. Das hält ungefähr die Balance mit der Tatsache, dass von den bei der Invasion in der Normandie an Land gegangenen amerikanischen Divisionen fast alle Leutnants, die damals mit diesen Divisionen an Land gingen, Omaha Beach und so weiter, bei der Erreichung des Rheins kaum mehr ein Leutnant gelebt hat. Sie sehen also die Verlustraten, Horst Bleiner nickt, diese Verlustraten, die Sie bei der Infanterie haben, haben Sie bei der Bomberwaffe in etwa auch. Das heißt, die Planungen, die es gegeben hat, umzusetzen, hat dazu geführt, dass der Exekutor, Lars Nordstad, die Älteren wissen, das war der spätere NATO-Befehlshaber, dass Lars Nordstad diese Planungen umgesetzt hat in einen aggressiven Luftkrieg gegen Japan durch die 20. Air Force. Und hatte zur Verfügung zu diesem Zweck ungefähr 3000 B-29 Bomber. Später kamen dann B-24 Bomber dazu. Der Vorteil der B-29 war, sie war ungefähr um 100 Knoten schneller, also um 180 km/h schneller als die B-17. Sie hat eine größere Höhe erreicht. Sie hat eine wesentlich größere Reichweite gehabt, ungefähr 1800 nautische Meilen, also ungefähr 2600 Kilometer. Und das hat also gereicht, um von den Luftbasen, die mit Hilfe der US Navy, die Herren der Marine, möchte ich hier ansprechen, es war die US Navy, die eigentlich diese Luftangriffe ermöglicht hat, indem sie die japanische Flotte aus den Bereichen der Marianen und aus den Bereichen der Philippinen so weit zurückgedrängt hat, dass es möglich war, Flugplätze im Großraum Manila, Clark Air Force Base, damals noch Clark Field genannt, die Luftangriffe gegen die südlichen japanischen Inseln von dort einzuleiten. Ein riesiges logistisches Unternehmen. Sie dürfen nicht vergessen, die Versorgungseinrichtungen, das geht zurück bis also etwa Salt Lake City, Sacramento, Los Angeles, mussten über ungefähr 11.000 Kilometer in den Zentralpazifik gebracht werden. Jeder Zement, jede Aluminiummatte, jede Betonmischung, jeder Betonmischer mussten von den USA in den Zentralpazifik mit Schiffen transportiert werden. Und Andrew Marshall, ein großer Kritiker übrigens des Unternehmens, hat also ausgerechnet, im Jahr 1948 hat ein Buch darüber geschrieben, über den Luftkrieg gegen Japan, hat gekostet 65 Milliarden Dollar damaliger Währung. Um es jetzt heute umzurechnen, müssen wir 30 ungefähr multiplizieren. Nur damit Sie sehen, welche enormen materiellen Aufwendungen damals betrieben worden sind. Der Mann, der also diese Luftangriffe durchgeführt hat, unter anderem mit unheimlicher Brutalität, war LeMay, der spätere Luftwaffenbefehlshaber der US Air Force. Und LeMay hat die Idee gehabt, wir äschern japanische Städte ein. Der erste große Schlag gegen japanische Städte war im Frühjahr 1945 ein Luftangriff mit ungefähr 300 B-29 Bombern mit Brandbomben auf Tokio. Bei diesem Luftangriff sind schätzungsweise zwischen 80.000 und 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Also ungefähr die dreifache Menge von Hiroshima. Und es hat mehrere solche Angriffe gegeben, wenngleich auch mit geringeren Verlustzahlen, Kyushu und so weiter, wo ungefähr 30% der Flächen der japanischen Großstädte abgefackelt worden sind. Das ist also
wenn Sie jetzt vergleichen den Ersten Weltkrieg und die Idee nach 1918, statt komplizierte, lange, verlustreiche Stellungskriege wie etwa an der europäischen Westfront zu führen, ist es also vielleicht also zwar nicht sehr human, wenn man sagt, das war also eine Rechnung und man hat es wirklich ausgerechnet, wenn man gesagt hat, okay, wie viele 100.000 amerikanische Soldaten werden getötet oder verwundet, wenn wir einen konventionellen amphibischen bzw. Landkrieg gegen Japan führen? Wir bombardieren sie de facto, wir verwandeln das Ganze in Asche. Schauen wir, was also passiert. Hier haben Sie also ein Bild über die Grobplanung. Es gibt also dazu, auch wenn Sie ins Internet gehen, hunderttausende Seiten an Literatur, wie das geplant worden ist. Ungeheurer Planungsaufwand und es hat letztlich am Ende der Bomberkommandant mit seiner Besatzung, die Staffelkommandanten, die Gruppenkommandanten, die Geschwaderkommandanten haben das umgesetzt in einer fast, muss man sagen, unglaublichen Präzision, wie diese Luftangriffe abgewickelt worden sind. Trotzdem relativ hohe Verluste gegenüber japanischen Rammjägern und gegenüber auch der japanischen Fliegerabwehr, sodass also doch fast 10% der B-21-Bomber entweder durch Kollision in der Luft, durch Beschuss, durch Pilotenfehler und so weiter verloren gegangen sind. Die B-21 sind also natürlich für Japan trotzdem, so das Organisationsorganigramm der 20. Air Force, die diese Angriffe durchgeführt hat, erkennbar. Nächster Punkt, Unternehmen Matterhorn, mit 2D geschrieben in der englischen Schreibweise. Matterhorn war also die sozusagen analytische Umsetzung des Luftkrieges. Welche Reichweiten habe ich mit meinen Flugzeugen zur Verfügung? Wo brauche ich Begleitjäger, um diese Bomber zu schützen? Die B-29 sind ja in den ersten Monaten Angriffe gegen Japan ohne Begleitjäger geflogen, weil erst durch die Erobung von Iwo Jima war es für die Mustang-Jäger möglich, die B-29 bis Tokio zu begleiten. Alle Jäger, die eingesetzt worden sind, durch Zusatztank Reichweiten gesteigert, ungefähr Radius 1000 Kilometer, also ähnlich wie die in über Europa. Und das hat also ermöglicht, die Verluste der B-29-Bomber im Laufe des Jahres 1945, also gegen den Sommer hin, zu reduzieren. Okay. Die Zahl der Bomber, Thymian, etwa ein Platz in der Größe, würde ich sagen, so in etwa Wien, 7., 8., 9. Bezirk, mit vier großen, 2800 Meter langen, 60 Meter breiten Betonplätzen, 15 Kilometer Rollweg für die Flugzeuge, 20 Kilometer vierspurige Autobahnen, um die Bewegung zwischen Ersatzteillager, Reparatureinheiten, Logistikzentrum, Spitäler und so weiter zu ermöglichen. 20.000 Mann stationiert in Thymian mit all den Einrichtungen, die sie brauchen, also Aid Facilities und so weiter, Kühlhäuser für die Lebensmittel. Es ist alles so organisiert worden, dass man den Krieg bis ins Jahr 1946 hineintragen konnte. Die Abstellflächen, alles betoniert, weil man natürlich mit Monsun und Schlechtwetter rechnen musste. Große Probleme, die Instandsetzung der Bomber, vor allem der Motoren, Ladedruckprobleme, die man nie wirklich in den Griff gekriegt hat. Die Motoren, sowohl also der Wright 2250 wie auch der Pratt & Whitney 63, also ein 28-Zylinder-Sternmotor, haben immer Probleme bereitet durch Überdruck und so weiter, Fehler in der Produktion. Man war hier im Bereich der Bomber Leistungen von 2200 PS bis 2400 PS an der Grenze des technischen Möglichen. Und die Bomber waren so vorgesehen, um mit einer Zuladung von ungefähr 6 Tonnen an Bomben Flughöhen von 10.000 Meter zu erreichen. Das war also für die japanische Abwehr letztlich dann kaum mehr machbar, weil Japan extrem unter Treibstoffmangel gelitten hat, unter ausgebildeten Piloten gelitten hat, die man mit Masse für Kamikaze-Einsätze geopfert hat. Und es gab also kaum mehr eine Organisation. Also im Juli 1945 ist eigentlich der japanische Widerstand in der Luft zusammengebrochen. Das Sammeln etwa einer Gruppe hat also für den Angriff in etwa 40 Minuten gedauert. Es ist ja nicht so, dass Sie, wenn Sie den Bomber bis voll tanken und bis der die Steigleistung hat, also ist ja schon ein Teil des Treibstoffs verbraucht. Es war übrigens das Jahr 1945, der Angriff gegen Japan, der Beginn des Überlebens, Tanker zu entwickeln. Und es hat auch schon die ersten Ideen gegeben.
Teile der B-29 Bomber als Tanker zu verwenden, weil alle anderen Bomber, die dafür in Frage gekommen sind, von der Geschwindigkeit her ungeeignet waren. Sie sehen also die Größe dieser Anlagen, die also dort errichtet worden sind, für im Schnitt pro Basis, also Coblerfield, Northfield, Saipan und so weiter, pro Basis ungefähr 20.000 Mann und 150 Flugzeuge plus Jäger plus Transportflugzeuge. Okay. Das ist ein schlechtes Bild. Ich habe in der Zwischenzeit, im Internet kein besseres gefunden. Heute in der Früh, um 6 Uhr in der Früh, habe ich ein besseres gefunden. Zu spät, aber das kommt. Das ist so. Man sucht etwas. Ich weiß, ich habe bessere Bilder. Ich suche. Ich finde es nicht mehr. Das ist so. Der Luftangriff auf Tokio, den ich Ihnen also hier erzählt habe. Sie sehen also die verbrannten Leichen, die also dann zu Bergen, ähnlich also wie in Dresden, einfach verbrannt worden sind oder beseitigt worden sind. Es ist übrigens dadurch, dass die japanischen Städte bei der Bevölkerungszählung sehr schlampig waren, nie wirklich genau ermittelt worden, wie viele Leute schon von den Flüchtlingen her aus anderen Städten, die angegriffen worden sind. Tokio hat ja 30 große Luftangriffe erlebt im Jahr 1945. Wie viele Leute wirklich ums Leben gekommen sind. Man hat also dann später diese Zahl, die statistische Zahl, eher Richtung 100.000 erhöht. Noch ein Wort zur Theorie, weil nämlich die Theoretiker haben ja gemeint, wenn ich einen Teil das hat besonders das Deutsche Reich betroffen, wenn ich einen Teil der Industrie durch präzise Luftangriffe ausschalte, das ist dieses sogenannte Industrial Web Concept, dann reißt das die anderen Industrien hinein. Ein Fehler, ein Hypothesenfehler der Luftkriegsplaner. Hat nicht funktioniert. Die abgebrannten Flächen von den Städten, das betrifft also Nagoya bzw. Tokio und Osaka, aber es haben alle japanischen Städte haben Luftangriffe erlebt, später auch durch B-24 Bomber, die von den Philippinen gekommen sind. Das heißt also, Japan wäre theoretisch, hätte die japanische Führung Ratio und etwas Humanismus gegenüber der eigenen Bevölkerung an den Tag gelegt, was ich bestreite, dass das war, denn man hatte sogar geplant gehabt, wie der Kaiser zur Kapitulation aufgefordert hat, den Kaiser zu ermorden. Können Sie sich also ausrechnen, was die Bevölkerung hier gelitten hat. Der B-29-Bomber, das ist also auch ein Phänomen, wie der Zweite Weltkrieg vorbei war, wurden nicht nur alle B-24-Bomber de facto stillgelegt. Man hat also von der B-25 dann noch einen Teil an südamerikanische und zentralamerikanische Staaten abgegeben. B-24-Bomber wurden so, wie sie in die USA zurückgeflogen sind, auf ungefähr 20 Flugplätzen demontiert bzw. Mit Schneidbrennern zerschnitten. Dasselbe galt auch für die B-17. Die B-29 hat man sich behalten, weil sie war irgendwie das Modernste, was man im Arsenal hatte und hat dann später daraus Tanker gemacht, Aufklärer gemacht und bzw. die B-50, die genauso ausgeschaut hat, ist also dann eine Zeit lang weitergeflogen. Die Mustang-Jäger, die den Herrn der Luftwaffe, ist einer da, bekannt sind am europäischen Kriegsschauplatz. Mit Zusatztanks konnten amerikanische Bomber bis Berlin erreichen. Die Frage, die sich also stellt, war es möglich, Japan durch Luftangriffe alleine geostrategisch und luftkriegstheoretisch in die Knie zu zwingen, so wie es also die Doheitisten oder die Leute in Maxwell Field in den Ende der 30er Jahren vorgesehen hatten. Ich kann die Frage nicht beantworten, denn die Amerikaner waren ja bereit, diese Art des Luftkrieges weiterzuführen und hatten also vorgesehen, durch die Landoperationen, durch die amphibischen Operationen Coronet und Olympic, amphibische Landungen mit 4 Armeen, alles zusammen ungefähr 450.000 Mann, Japan zu erobern. Japan hatte damals noch ein Mobilisierungspotenzial von ungefähr 3 Millionen Mann und die Amerikaner haben gesagt, wir werden das in den sauren Apfel beißen, wenn es sein muss. Man hat sich also darauf vorbereitet, einen langen Landkrieg gegen Japan zu führen, aber mit einer ungeheuren Brutalität. Und man hatte auch bei den Luftangriffen Napalm eingesetzt und so weiter. Also Systeme, die heute aufgrund völkerrechtlicher Konventionen nicht mehr zulässig sind, in Vietnam noch gang und gäbe waren, also ein anderes Thema.
Aber man kann die Frage nicht beantworten, was passiert wäre, wenn diese konventionellen Luftangriffe weitergeführt worden wären. Durch den Abwurf der beiden Atombomben und der Möglichkeit, eine weitere Atombombe noch im November abzuwerfen, hat schließlich das japanische Außenministerium den Kaiser bewogen, doch einer Kapitulation, einen Unconditional Surrender Japans zuzustimmen. Ein Onkel einer guten Freundin von mir war der Chefdolmetsch von MacArthur. Und sie hat mir gesagt, alle diese Geschichten, wie der MacArthur den Kaiser nobel behandelt hat, ist Fake News. Der MacArthur, wie der Kaiser ins Daiichi-Gebäude in Tokio gekommen ist, ins Hauptquartier, hat der MacArthur, der Kaiser war jetzt in Zylinder und Frack, der MacArthur war in seiner normalen Dienstuniform, hat den Tenno eine Stunde lang warten lassen, hat ihn dann hereingebeten, hat ihm nicht einmal einen Sitz angeboten und der Kaiser hat also dann eine Stunde lang erklärt, dass er sich den Wünschen der Amerikaner unterwirft. Trotzdem war also der MacArthur derjenige, der verhindert hat, dass also hunderte japanische Offiziere durch Kriegsverbrecherprozesse hingerichtet worden wären etc. Ich danke, das wäre also mein Beitrag zum Thema Geostrategie gewesen. Dankeschön. Sehr verehrte Damen und Herren, mein Thema heute ist die Geostrategie im postunipolaren Zeitalter zwischen Ordnung, Schrägstrich Unordnung und Disruption, wie ich es genannt habe. Geostrategie im postunipolaren Zeitalter ist in hohem Grad komplex, emergent und fluider, wie ich zu beweisen versuchen werde. Ich habe mich auch mit der Begrifflichkeit ein wenig auseinandergesetzt und ein paar Online-Dictionaries nachgeschlagen, wie man Geostrategie definieren kann. Merriam-Webster definiert es als einen Branch of Geopolitics that deals with strategy. Für mich ist entscheidend die Kategorie der Ordnung als grundlegendes Strukturmerkmal der internationalen Beziehungen. Und Geostrategie ist der Versuch, Ordnung in das Chaos der Geopolitik zu bringen. Das wäre meine Arbeitsdefinition, von der ich ausgehen möchte. Interessant ist natürlich auch der Aspekt, dass Regierungen sich dieser Strategien bedienen, um ihre Ziele im Bereich der Geopolitik zu erreichen. Das Lexikon der Geografie: Geostrategie ist ein geopolitischer Begriff für zielgerichtetes Handeln, um Herrschaft, Kontrolle oder Einfluss über Regionen auszuüben. Das werde ich versuchen auch zu beweisen, dass man hier davon ausgehen muss, dass das teilweise auch überholt ist. Und eine französische Definition, die mir gut gefallen hat, eine Gesamtheit der strategischen Gegebenheiten, die aus der physischen Geografie und Wirtschaft resultieren und auch der Demografie. Die Demografie ist ein Faktor, der in geostrategischen Betrachtungen immer wieder leider zu kurz kommt. So, jetzt will ich mir dieses Umfeld der Geopolitik näher ansehen und Sie auf eine kleine Reise mitnehmen durch ein paar Folien. Seien Sie nicht schockiert, das ist eher der Bildeindruck. Ich werde immer das nebenbei moderieren und ich hoffe, am Ende werden wir konvergent zu Schlussfolgerungen kommen, die Sie dann auch nachvollziehen können. Die neue Geopolitik, die Geoökonomie im 21. Jahrhundert ist von einem hohen Grad an Volatilität geprägt. Man sieht das derzeit virulent und manifest am Brexit und an anderen ökonomisch relevanten Krisen, die uns derzeit massiv beschäftigen. Die Geopolitik ist auch gekennzeichnet von einer neuen Lokalität. Sie sehen, das Wort global und lokal verschmilzt. Regionale Probleme können globale Auswirkungen haben. Ich habe als Beispiel hier Umweltkatastrophen, Dürrekatastrophen genommen, die natürlich große Migrationsbewegungen nach sich ziehen. Und gerade Österreich und Deutschland waren hier natürlich, wenngleich hier die Ursache eine andere war, auch diesen Migrationsbewegungen ausgesetzt und müssen heute integrativ diese Migrationsströme bewältigen. Und es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass Migration weiterhin ein geopolitisch und auch geostrategisch manifestes Thema bleiben wird.
Ein weiteres Thema, das ich auch in den Blick nehmen will und muss, ist die Frage der Ressourcen, der Energie, der Öl, Gas und sonstigen Reserven, die natürlich hoch im Kurs stehen, um die es einen Wettbewerb gibt. Und es gibt Regionen in dieser Welt, die natürlich ausgebeutet werden. Und es geht für die geostrategischen Führungsmächte primär darum, sicherzustellen, diese Ressourcen für sich zu erlangen, beziehungsweise den Zugang zu diesen Ressourcen sicherzustellen. Ganz aktuelles Beispiel sind die seltenen Erden. Vielen von Ihnen ist das Thema wahrscheinlich auch im Kopf. Die Frage nach Silizium für Mikrochips etc. ist nach wie vor ein brennendes Thema. Und auch hier muss man ganz genau beobachten, welche geostrategischen Auswirkungen diese Sicherstellungsmaßnahmen der global führenden Nationen nach sich ziehen. Auch einzelne regionale politische Entwicklungen, ich darf erinnern, wenngleich die sogenannte Arabellion, der arabische Frühling, in den meisten Ländern eigentlich im Nichts versickert ist. Es hat zumindest Regime-Changes gegeben, Führungswechsel an der politischen Herrschaft. Mein Kernthema, der Terrorismus, ist ein großes Thema, das auch geostrategisch, geopolitisch Einwirkungen hat. Und etwas, was mir sehr am Herzen liegt, im 21. Jahrhundert, die Thematik der Social Media. Wir haben einen US-Präsidenten, der ungefiltert und direkt twittert und kommuniziert. Und das hat auch eine geostrategische Bedeutung. Deswegen muss ich unserem Herrn Panelleiter ein wenig widersprechen. Geostrategie hat sich verändert, weil sich die äußeren Konstanten verändert haben. Das ist eine meiner Thesen. Die 5 bedeutendsten geostrategischen Gefahren. Nach einer Umfrage in Europa und in den Vereinigten Staaten, internationaler Terrorismus, nordkoreanische Massenvernichtungswaffen, iranische, der islamische Fundamentalismus und, heute merkt man hier wenig in unserem Breitengraden davon, der arabisch-israelische Konflikt. Ein Kennzeichen, das ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte in diesem Kontext, ist die Interdependenz der Konflikte, die sich auch allein anhand der Verstrickung diverser Akteure an verschiedenen Ecken und Schachbrettern dieser Weltkonflikte darstellen lässt. Ein klassisches Beispiel ist eben Russland, das zu gewissen Zeiten aktiver in der Ukraine, aktiver in Syrien und anderswo und man immer wieder auch den Zusammenhang hinterfragen konnte, inwiefern sich das dann geostrategisch nutzbar machen lässt. Auch ein Thema, wo ich nochmal den Finger darauf hinweisen möchte, ist die Asymmetrie. Kritiker werden monieren, dass Asymmetrie immer existiert hat, bei David und Goliath schon, das ist richtig. Aber das Phänomen der Asymmetrie, wie mein akademischer Lehrer Herfried Münkler es auch kennzeichnet, ist ein neuwertiges. Und zwar in der Hinsicht, dass sich der asymmetrisch unterlegene Gegner nicht an die Regeln hält. Das ist das Hauptkriterium, nicht die physische oder militärische Stärke oder Schwäche, sondern dass man die Regelgebundenheit des Mächtigeren sich zunutze macht im Kampf gegen den anderen. Und die vielbeschworenen hybriden Konflikte. Es wird immer wieder debattiert, ob es diese Konflikte auch so gibt. Es gibt auf jeden Fall hybride Elemente in Konflikten, das steht vollkommen fest. Das ist einer meiner Lieblings-Cartoons, wenn ich sozusagen einen geopolitischen Gegner in die Knie zwingen möchte, ist eines der probaten Hardpower-Mittel nach Joseph Nye die ökonomische Sanktion. Und Sie sehen, der Panzer und dann steht Aim at the Wallet, also zielen Sie auf die Geldbörse. Henry Kissinger hat schon vor vielen Jahren diesen Strategic Shift anerkannt und hat gesagt, es geht nicht nur sozusagen um diese objektive Stärke, sondern auch um die psychologischen Aspekte und den asymmetrischen Krieg, wie ich gerade erwähnt habe. Und interessant ist, er definiert geopolitisch den Zugang, der diesen Voraussetzungen des Gleichgewichts Rechnung trägt. Das war sozusagen die lange währende Grundthese, dass ein Gleichgewicht der Mächte anzustreben ist. Ich denke, im 21. Jahrhundert, aufgrund der Entwicklungen der letzten 2 Jahrzehnte, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr so herzustellen sein wird und es vielmehr darum gehen wird, diese Regionalhegemonien weiter auszubauen.
Und was Kissinger auch moniert hat, das möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle auch präsentieren, er hat gesagt, es gibt eine idealistische, eine pragmatische Tradition in der den US-Außenpolitik-Denkschulen, aber keine geopolitische Tradition. Und das, da kann man auch diskutieren, natürlich gab es bekannte geopolitisch relevante Denker, aber er meint sozusagen auch mit Blick auf die Wirkung von Strategie als in Form der Policy-Beratung. Passend zu dem vorhin gezeigten Kissinger, control oil and you control nations, control food and you control the people. Also das heißt, es gibt viel weiterreichende Implikationen, die geopolitisch, geostrategisch eminent sind und man muss sozusagen diese Interessensbasiertheit immer in den Blick nehmen. Und interessant, wenn man gerade die Präsidentschaft Donald Trumps ansieht, gibt es auch diesen Aspekt der Emotionalität in der Politik. Den darf man nicht unterschlagen und diese peinliche Berührtheit, das angerührte, beleidigte, wenn es um Fake News geht, muss man hier auch in diesem Kontext sehen, dass Trump die Interessen zwar zu wahren versucht, aber aufgrund dieser Emotionalität die Menschen berühren möchte. Ich will auch in diesem Kontext nochmal hinterfragen die Bedeutung einer Grand Strategy oder auf Deutsch Gesamtstrategie, womit ich mich auch in den letzten zwei Jahren vermehrt beschäftigt habe, weil ich der Anschauung bin, dass eine Grand Strategy sozusagen die von innen verdichtete Basis einer Geostrategie von Großmachtnationen ist. Leonard Popescu hat in einem brillanten Aufsatz in Foreign Affairs Grand Strategy als einen zusammenhängenden Langzeitplan, der nationale Zielsetzungen und realistische Methoden voranstellt, um diese zu erreichen, als dies definiert. Und das sollten wir jetzt auch im Hinterkopf behalten, wenn es um die Frage der Geostrategie geht. Es gibt auch diese geschichtlich gewachsenen Grand Strategies, Ihnen wird sicher ein Begriff sein, die Containment Strategy von George Kennan oder eben die Offshore Balancing, die noch bis ins 21. Jahrhundert hinein gespielt hat, wo es darum geht, regionale Mächte zu benutzen, um den Aufstieg anderer Feindseliger in dieser jeweiligen Region zu unterbinden. Ja. Das hat korrespondiert mit dieser Grand Strategy der Liberal Hegemony in den USA, die jetzt mit der Erosion der regelbasierten Ordnung, und das möchte ich auch noch auf den ersten Referenten nochmal replizieren, ein Faktum ist. Die regelbasierte Ordnung ist weg. Ja, das muss man sehen und damit muss man leben und man muss sich eigene Strategien geostrategisch entwickeln, um diese Entwicklung zu trotzen. Die USA haben haben vier große Grand Strategy Paradigmen. Das sind nach US-Präsidenten benannt. Das eine sind die Hamiltonianer, die den Freihandel in den Vordergrund stellen. Das zweite sind die Wilsonianer, die nach Woodrow Wilson die universelle Demokratisierung und den damit verbundenen Anspruch, Demokratie überall auch hin zu exportieren, in den Vordergrund stellen. Darauf folgen die Jeffersonianer, die sozusagen die Werteintegrität der USA als primäre strategische Ausrichtung sehen und ganz wesentlich die Jacksonianer, die jetzt wieder eine Konjunktur erleben unter Donald Trump, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Jetzt habe ich versucht, diese Grand Strategy Trumps, also sozusagen diese von innen kommende endogene Strategie zusammenzufassen, um dann Rückschlüsse zu ziehen auf die amerikanische Geostrategie. Also mit Mintzberg ist die Strategie von Donald Trump eine emergente, die sozusagen eher aus der Bewegung entsteht. Ich gebe zwar meinem Vorredner recht, es gibt großstrategische Grundsätze, die darauf einwirken und er wird beraten. Ich war erst vor kurzem in Washington bei einer Konferenz, da hat die Chefin seines Planungsstabes, Karen Skinner, gesagt, natürlich hat Präsident Trump eine Strategie oder eine Grand Strategy, muss er auch haben, aber er hat eine eigene Art und Weise, diese zu exekutieren. Trump ist in seinem Wesen von dieser Wall Street-Attitüde geprägt. Er ist ein Zocker, ja, würde man auf Deutsch sagen, ein Gambler. Und er versucht, Deals abzuschließen. Und immer wenn ich das im Hintergrund habe, und das ist auch abgestützt durch Experten, die wir hier zu Gast hatten, unter anderem Hal Brands,
der mir das auch so erklärt hat. Es gibt diese Wall Street-Attitüde, die Trumps Strategie prägt und auch im Bereich des Außenpolitischen und des Militärischen. Wir sehen das immer wieder im Zusammenhang mit seiner Auseinandersetzung mit dem Iran oder Nordkorea, auch im Bilateralen mit Deutschland, Russland, China, Xi Jinping. Er hat seine eigene Art, seinen eigenen Stil entwickelt. Der mag vielen nicht gefallen, aber er ist in mancher Hinsicht doch recht effektiv. Die Eckpfeiler der Grand Strategy von Trump ist erstens, das hat man natürlich gesehen, anhand der Etablierung gewisser Schutzzölle, der Protektionismus, auch der Merkantilismus. Er ist natürlich handelsorientiert, aber er will die Bedingungen dieses Handels diktieren. Ein Kontinentalismus. Es gibt den berühmten Satz, Foreign Policy begins at home. Das hat die amerikanischen Präsidenten über viele Jahrzehnte geprägt. Und Trump ist einer der großen Verfechter dieser These. Er sagt, America first, aber es beginnt bei uns zu Hause. Und dann können wir uns anderen Problemen widmen. Das wäre auch zugleich eine Antwort auf diesen Rückzug aus den NATO-Strukturen, der eigentlich nur darauf beruht, diesen Deal abzuschließen, dass die anderen ein größeres Commitment einbringen. Das ist die Absicht, die dahinter steckt, aus meiner Sicht. Und Trump ist auch unilateral geprägt. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen Exkurs, also eigentlich ist es der Kern meiner Thesen, aber es wirkt ein bisschen wie ein Exkurs von dem, was ich gesagt habe. Es geht in Wahrheit um die Polaritäten. Und hier hat sich einiges getan. Und um Geostrategie neu zu fassen, muss man einen scharfen Blick auf die Entwicklung der Polaritäten lenken. Das erste ist, der Kalte Krieg war geprägt von dieser Bipolarität. Diese zwei Blöcke gegeneinander, die Welt war simpel. Monolithisch, bipolar. Dann gab es, was Charles Krauthammer genannt hat, diesen Unipolar Moment. Das war mit dem Ende des Warschauer Pakts, haben die USA für eine Periode von circa 11-12 Jahren gedacht, sie seien allein auf der Welt und alles ist sozusagen entspricht dem American Way of Life und man kann global Macht projizieren und umsetzen auch. Das hat spätestens nach dem 11. September nicht mehr ganz so funktioniert. Und jetzt sind wir, und das ist meine These, in der Phase der Postunipolarität. Was bedeutet das? Das Ende der unbestrittenen Unipolarität. Es gibt andere Großmächte, die auch um diese hegemoniale Rolle rittern, vielleicht nicht mit der Kraft, ein Imperium zu werden, aber trotzdem im relativen Zusammenhang den Amerikanern Probleme bereiten können. Es hat ein Prozess eingesetzt, diese Unipolarität ist in Dekadenz, in Erosion. Die USA, das wurde heute auch schon gesagt, haben sich als Stabilitätsfaktor in vielen Bereichen sicherheitspolitisch verabschiedet. Sie wollen nicht mehr der Globocop sein. Das Geschirr, um den Vergleich von Robert Kagan zu bemühen, sollen die Europäer gefälligst selber abwaschen. Die Erosion der regelbasierten Ordnung, man hat das ganz eindeutig gesehen anhand des Rückzugs der Trump-Administration aus dem Klimaschutzabkommen, aus Rüstungsabkommen und anderen internationalen Verträgen. Das heißt, jetzt kann ich das einerseits so sehen, wie ich es vorhin angedeutet habe, es geht darum, einen neuen Deal zu machen, um die Bedingungen für die USA zu verbessern, aber es geht auch im stillen Heimlichen darum, sozusagen wieder mehr auf Macht zu setzen und weniger auf Recht. Also muss ich dem Herrn Professor Lapins da leider widersprechen. Unordnung. Das globale Umfeld ist volatil geworden, instabil und es gibt immer dieses Potenzial der Disruption. Disruption ist nicht nur technologisch gemeint, dass irgendwelche Erfindungen schlagartig das Gefüge zerstören, sondern es gibt auch diese Disruption, dass Schurkenstaaten sich in ihrem Verhalten nicht konform diesen internationalen Regeln verhalten, nukleare Bedrohungen etc. Ja. Ich habe das zusammengefasst, sicherheitspolitische Spoiler, Nordkorea, Türkei, Iran, transnationale Terrororganisationen, auch der Klimawandel ist ein Spoiler, die Cybergefahr, all diese Faktoren intensivieren die globale Unordnung. Einer meiner Lieblingsintellektuellen, Ian Bremmer, hat gesagt, wir befinden uns in einer G-Zero-World. Jeder für sich und nichts für den anderen. Also die Rückkehr zu diesem absoluten Egoismus der Großmächte. Das ist geostrategisch zu hinterfragen, ob das Gültigkeit hat. Einige Theoretiker behaupten, wir befinden uns schon in der Phase der Prämultipolarität. Ja? Also es ist sozusagen diese geopolitische Latenzperiode schon fast überwunden, dieses Interregnum.
Der Pacific Pivot der USA hat indiziert, dass alles Richtung Pazifik sich gewandt hat, geopolitisch Europa zusehends unwichtiger wird. Es gibt dieses globale Rebalancing der Macht, also so gesehen hat Kissinger doch recht, und die Rückkehr der Großmächtekonkurrenz. Es wird auf kurz oder lang vier Akteure geben, die um den Kuchen der globalen Vormachtstellung rittern werden. Und welche vier das sind, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Kristallisation, es wird eine Multipolarität geben mit relativ ungleichen Akteuren. Wahrscheinlich werden die USA über lange Zeit hin, das hat auch Joseph Nye gesagt, der stärkste Akteur bleiben, aber die anderen werden immer stärker werden. Und Farid Zakaria hat das genannt, den Aufstieg der anderen. Das ist, womit die USA leben müssen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Für einige Beobachter, ich bin da nicht ganz sicher, wird es zu einer neuen Bipolarität zwischen den USA und China kommen. Ich denke, es wird eher eine ungleiche Multipolarität werden. Das ist sozusagen das Bild der Multipolarität. Und aus diesem, was ich gerade gesagt habe, folgen gewisse geostrategische Prämissen. Die Zielsetzung bleibt immer dieselbe. Das ist konstant. Die Sicherstellung der globalen Vormachtposition. Es geht um die Kontrolle der Einflusssphären, der Peripherien. Die Absicherung von Räumen und Zugängen. Wie macht man das? Das Offshore-Balancing bleibt ein Thema natürlich, weil es eine günstige Art ist, die Peripherie zu beherrschen. Es wird weiterhin Stellvertreterkriege geben. Es wird weiterhin Interventionen geben, wenngleich niederschwelliger, vielleicht auch im Cyberbereich. Und es wird weiterhin Sanktionen geben. Und das ist jetzt der Höhepunkt. Ja? Im Theater wäre jetzt die Katharsis da. Mein akademischer Lehrer, Herfried Münkler, hat einen ganz interessanten Satz in seinem Buch Kriegssplitter geprägt, der mein Denken seit den letzten 3 Jahren massiv beeinflusst hat. Mit Carl Schmitt gab es die Vorstellung der Schollengebundenheit jedweder Geopolitik. Und Herfried Münkler hat gesagt, das ist zu Ende. Deswegen fluide Geostrategie. Wir kontrollieren das Fließende, die Regulierung von Waren, Menschen, Kapital, Daten und Kommunikationsströmen. Das ist die wahre Macht im 21. Jahrhundert. Und wer das beherrscht, wird die globale Dominanz innehaben. Und derzeit sind es eben die USA und China, die hier eine Vorreiterrolle haben, aber auch Europa hätte ein großes Potenzial. Russland hingegen, Professor Bielasorov wird mir das verzeihen, ist in seiner Anschauung her nach wie vor eher tellurisch verfasst, also schollengebunden. Man will die Landnahme und man möchte nicht sozusagen sich auf das Abstrakte des Stroms hineinlassen. Ja? Und wir, unsere Forschungsgruppe, haben das aufgelöst mit so einem Analyse-Tool, das will ich Ihnen hier auch noch zum Schluss zeigen. Es geht um 3 Ebenen. Es geht um die Kontrolle der Räume, das wird nach wie vor ein Thema bleiben. Aber es geht virulent um die Kontrolle der Ströme, wie ich Ihnen gezeigt habe, und um die Geokultur, um die Kontrolle der Herzen. Das heißt, Fake News geht direkt in die Herzen. Wenn ich falsche Nachrichten verbreite, hat das eine größere Auswirkung als noch vielleicht vor 30 Jahren. Das geht direkt zu den Menschen. Was sind die Strategieansätze der 4 Großmächte? Ich habe das versucht, in 4 Schlagwörtern zusammenzufassen. Es ist wissenschaftlich diskussionswürdig, es ist keine abschließende Kategorisierung, aber zumindest, ich stelle das zur Diskussion und bin gespannt, wie Sie das annehmen. Die These von Strategic Realignment, die strategische Anpassung, wurde auch von der Karen Skinner bei diesem Vortrag dargestellt, stets unter der Prämisse des America First, auch im Gegensatz zu anderen Akteuren. Der Strategieansatz Chinas, aggressives Wachstum mit globalem Führungsanspruch, die Park Sinica wird Ihnen ein Begriff sein. Die Veränderung, die ich sehe, ist, dass es nicht mehr so manifest auf diesen langen Zeithorizont geht. Also China wird ungeduldig und damit müssen wir zu Rande kommen als Konkurrenzakteure. Der Strategieansatz Russlands ist das Containment. Russland ist eher eine konservative, konservierende Macht, geopolitisch, und wenngleich gewisse Initiativen von Präsident Putin den Anschein erregt haben, als hätte Russland sozusagen die Ambition zu expandieren, da muss ich wieder meinen akademischen Lehrer Herfried Münkler zitieren. Russland hat gewiss postimperiale Räume und neoimperiale Träume, aber am Ende des Tages ist Russland sozusagen eingebettet in seinen Strukturen. Und ganz zuletzt, das ist die Botschaft für Europa, der Strategieansatz der EU, Flexible Response und adaptive Resilienz. Und da bin ich wieder bei dem, was auch vorher gesagt wurde, die Selbstermächtigung Europas
Und wer soll Europa voranstehen, wenn nicht Deutschland? Und das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch ein kleines Telegramm an unsere Nachbarn, dass sich Deutschland sozusagen dieser Rolle auch geopolitisch, sicherheitspolitisch, militärisch annehmen soll. Und ich denke, dass Österreich aufgrund der langjährigen traditionellen Verflechtungen und Freundschaft da auch sicher unterstützend erweisen würde. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, begrüße Sie ebenfalls. Ich bedanke mich auch bei den Kollegen für die sehr interessanten Ausführungen und ich bin natürlich auch versucht, jetzt gleich auf einige dieser Punkte, die hier meine Vorredner angesprochen haben, einzugehen. Was ich auch zumindest ganz kurz machen werde. Also wenn hier Kissinger, der sicher einer der ganz brillanten Köpfe in der Politik überhaupt dieses und des vergangenen Jahrhunderts gewesen ist und ist, sagt Amerika, so wie ich das gerade gesehen habe, hat keine Geopolitik, so halte ich das für eine glatte Irreführung. Ja, also ich denke, auch mein Vorredner hat ja hier schon darauf hingewiesen, dass diese Grand Strategy der Vereinigten Staaten natürlich im Wesentlichen ein geopolitisches Konzept ist und ein geostrategisches, geoökonomisches Konzept ist. Eine andere Bemerkung ganz kurz auch zu dem totalen Krieg, wie er hier beschrieben wurde in Bezug auf Japan. Also da kann ich nur sagen, wenn dass die Überlegungen sind heute der Politik und der Militärs, dann ist das wirklich eine erschreckende Botschaft gewesen. Ja, dass also dieser unbedingte Wille, weil wir hier ja Strategie und Wille sprechen, auch als Generalthema haben, dieser unbedingte Vernichtungswille, der totale Vernichtungswille, das ist natürlich was, was erschreckend ist. Ich sage das so, wie ich das sehe. Ja? Und dann muss man nicht auf Goebbels zeigen mit der Frage, wollt ihr den totalen Krieg, weil eben dieser Krieg, wie er auch beschrieben wurde, von anderer Seite immer wieder als totaler Krieg geführt wurde. Nun, ein paar Bemerkungen, da die Zeit sehr fortgeschritten ist und ich vielleicht, glaube, es ist noch ein bisschen eine Diskussion vorgesehen oder weiß ich nicht, aber da nur ein paar Punkte einbringen will. Also Strategie möchte ich jetzt hier nicht definieren, weil ja diese ganze Konferenz eigentlich diesem Zweck dient. Ja? Und Strategie kann man natürlich von sehr verschiedener Seite her betrachten. Ich möchte das auch im Kontext der Vorredner, aber eher von der spieltheoretischen Seite aus betrachten. Also John Neumann, das ist eben diese große Frage hier, auch für die Politik. Spielen wir hier Nullsummenspiele oder gibt es Win-Win-Spiele und Win-Win-Situationen? Und das, was offenbar hier vielleicht das multilaterale Konzept auch der deutschen Bundesregierung ist, zielt auf Win-Win-Situationen, also eine Koordination und eine Verhandlung, alle Interessen der Beteiligten zu einem Ziel hinzuführen, wo jeder gewinnen kann und dann ist es nicht notwendig, gegeneinander zu kämpfen, wie es in einem Nullsummenansatz notwendig ist. Jetzt vielleicht ganz allgemein noch einmal Geopolitik und auch die sogenannten Grand Strategies, über die auch der Kollege gerade gesprochen hat. Wenn man heute über diese Themen spricht, dann passiert es auch mir öfter in der Diskussion, aber ich sehe das, wenn ich es allgemein am Diskurs verfolge, dass sehr schnell während der Diskussion jemand aufzeigt und sagt, das, was Sie hier sagen, das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Ja? So, jetzt ist das
auch eine Strategie in sich selber vielleicht, um den Diskurs etwas zu beeinflussen. Aber ich sage, meine Antwort ist immer, schön wäre es. Ja, ich spreche nicht über Verschwörungstheorien, sondern wir können die Politik als eine Summe von Verschwörungen und Konspirationen sehen. Ja, und ich möchte das auch ein bisschen darlegen, noch einmal, indem ich zur Wurzel gehe, was das heißt. Ja. Also, Strategie, wie immer die Definition ist, das ist ein koordiniertes Zusammenwirken verschiedener Akteure, um langfristige Ziele zu erreichen. Ja, also so würde ich einmal jetzt ganz allgemein die Strategie definieren. Eine Verschwörung ist im Wesentlichen dasselbe, nämlich eine langfristige Strategie im gemeinsamen Zusammenwirken umzusetzen. Allerdings, und das ist die Wortwurzel zur Verschwörung, haben die Teilnehmer einander einen Schwur oder Treueeid geleistet, dieses Ziel umzusetzen oder dieses Ziel zu verwirklichen. Und daher also Verschwörung, weil man einen Schwur geleistet hat oder einen Treueeid. Ja. Konspiration ist im Deutschen etwas anders definiert, eben. Das ist aber im Grunde dasselbe, aber auch ohne den Schwur, ohne den Treueeid. Ja. So, im Englischen fallen diese beiden Begriffe zusammen, also Conspiracy ist ein Begriff, der im amerikanischen Zivilrecht gang und gäbe ist, und wenn man sieht, sowohl also im Wirtschaftsverfahren als auch im politischen Verfahren, ist, würde ich sagen, 50-60% aller Gerichtsfälle haben als einen Anklagepunkt Conspiracy. Ja, also das, es ist ein anderer, und historisch ist es verständlich, dass man hier über diese Fragen vielleicht sehr viel vorsichtiger redet als in anderen Kulturen und Sprachräumen. Aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich froh bin, dass es hier auch einen Raum gibt, wo man offen über diese geopolitischen Fragen und die Grand Strategies und ähnliche Dinge miteinander sprechen kann und einen Diskurs hier auch im deutschsprachigen Raum aufbaut und einer entsteht. Also die Frage jetzt, aus zeitlichen Gründen möchte ich das nicht weiter ausführen hier, was lokale Conspiracies oder globale sind, aber im Grunde in dieser Anschuldigung hier über eine Weltverschwörung zu reden, geht es natürlich um Strategien, um die Weltherrschaft, ja, also, und man muss einfach offen darüber reden, ja, dass es hier um einen Machtkampf geht, wie auch schon ausgeführt wurde, und es geht letztlich hier um die Weltherrschaft. Und nun finde ich es faszinierend, aber auch gleichzeitig wieder erschreckend, dass hier einige wenige oder eine Haupttheorie, nämlich diese von Hartford McKinder, eigentlich dieses ganze Fach ganz maßgeblich beeinflusst hat, zumindest über viele Jahrzehnte, oder man kann sagen, wahrscheinlich zumindest seit 100 Jahren. Also Hartford McKinder war eben ein Geograf und Wissenschaftler in England, der 1904 eine Rede gehalten hat, und ein Buch auch veröffentlicht hat, wo er seine Heartland-Theorie entwickelt hat. Und ganz kurz gefasst und einfach gefasst besteht diese Heartland-Theorie darin, dass wer den eurasischen Kontinent beherrscht, der beherrscht die Welt. Und diese Theorie, die also seit 100 Jahren ganz explizit formuliert wurde, allerdings schon Vorläufer hat, und man kann auch sagen, das, was historisch als The Grand Game bezeichnet wurde, das ist die Auseinandersetzung eben auch in diesem eurasischen Raum zwischen England und Russland gewesen, über etwa 100 oder 150 Jahre,
weil England immer die Sorge gehabt hat, dass Russland nach Süden tendiert, zu den Häfen, zum Meer hin und letztlich England, das Kronjuwel, nämlich Indien, hier abspenstig machen wird. Das ist also ganz kurz vielleicht diese the Grand Game. Und dieses Grand Game ist heute wieder in neuer Form voll entbrannt und hat auch schon mein Vorredner ja hier einige Hinweise gebracht. Jetzt noch einmal, also diese Heartland-Theorie von Mackinder heißt also, wer diesen eurasischen Raum beherrscht, der ist der Herrscher der Welt. Ich versuche das jetzt ganz einfach auszudrücken. Und seither gibt es also seit gut 100 Jahren einen Wettlauf, wer dieses Territorium kontrolliert. Und nun sitzt also Russland und saß die Sowjetunion genau auf diesem Territorium. Und England, die USA vor allem, später dann mussten Wege finden oder sind dabei, Wege zu finden, Kontrolle über dieses Territorium zu bekommen. Und das ist eigentlich irgendwie das Spiel, und ich sage, es ist faszinierend und erschreckend gleichzeitig, dass so eine Theorie, die eigentlich eine totale Fiktion ist. Ja, natürlich kann man ökonomische und andere Analysen anstellen, Erdöl, Erdgas und ähnliches, aber im Grunde ist das eine Fiktion, die jemand erfunden hat, und alle sind darauf eingestiegen, und das beeinflusst seit 100 Jahren zumindest ganz massiv die gesamte Geopolitik und Politik der Welt. Nun, vielleicht möchte ich noch einmal versuchen, ein Plädoyer zu machen für eine spieltheoretische Win-Win-Situation. Und die läge natürlich darin, dass man sich offen zusammensetzt und über diese Interessenslagen miteinander spricht. Ja? Über die Bodenschätze, über Erdöl, Erdgas, über seltene Erden etc. und wer sie wo kontrolliert. Und wie sie insgesamt der Menschheit von Nutzen gemacht und erschlossen werden könnten. Also ich denke, ein Ansatz wäre schon die Kooperation, aber es ist mir klar, dass dann alle von einer derartigen Philosophie getragen sein müssten, weil wenn, wie auch schon die Vorredner gesagt haben, jemand hier ein doppeltes Spiel spielt, und ausscheidet aus dieser gemeinsamen Philosophie des Win-Win-Situation und hier dann versucht doch letztlich in verschwörerischer Weise, sage ich, wieder die Weltherrschaft für sich alleine zu erobern, dann ist das natürlich ein großes Problem. Und aber ich glaube, vor diesem Rahmen stehen wir irgendwie, dass man diese Dinge einfach offen diskutiert. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das, was hier auch mein Vorredner gesagt hat, also die Geostrategie der Herzen. Ich plädiere dafür, dass man offen über alle diese Dinge spricht, so dass auch die Bevölkerung hier mitwirken kann und mitdenken kann in allen unseren, also die Bürger in allen unseren Staaten, weil eines möchte ich dazu sagen und exponiere mich da vielleicht jetzt auch ein bisschen, aber wenn wir den Atlas aufschlagen und jedes Kind, was den Atlas in der Schule aufschlägt, sieht natürlich, dass Europa nur ein kleiner Fortsatz von Eurasien ist, dass wir am selben Kontinent sind und dass natürlich eine enge Zusammenarbeit zwischen Europa und Deutschland und Russland etwas ist, was im Interesse Europas liegt. Und dass das nicht im Interesse der USA und vielleicht anderer Mächte liegt, ist eine andere Frage. Ja, aber auch dann sollte man darüber offen reden. Und deswegen möchte ich nicht in diesen Mainstream immer einsteigen,
wer die Spoilers und wer die großen Gefahren sind, sondern ich plädiere dafür, dass man offen sich alle diese Situationen ansieht und analysiert, weil ich kann nur sagen, auch vor dem Hintergrund dessen, was Herr Korkisch gesagt hat, der totale Luftkrieg gegen Japan, ich hatte im Rahmen einer Friedensstiftung, die wir betreiben, vor einigen Jahren die Gelegenheit, eine Friedensmission nach Nordkorea zu führen mit Nobelpreisträgern. Ich habe also kenne die Verhältnisse in Nordkorea recht gut. Ich hatte Gelegenheit, mit praktisch allen Staatsführern und Regierungsmitgliedern, Parteimitgliedern und so weiter zu sprechen. Wenn man sieht, wie Pyongyang im Koreakrieg so zerbombt wurde, dass kein einziges Haus in dieser Stadt mehr gestanden ist, also diese Fotos existieren ja, dann sieht man auch, was für ein unglaublich totaler Krieg gegen Nordkorea geführt wurde. Und man kann auch verstehen, dass dort, ebenso wie vielleicht in Japan jetzt viele Jahrzehnte, die Angst vor einem Krieg und vor einer externen Aggression, wie es von dort aus gesehen wird, enorm ist. Ja? Und gleichzeitig sage ich aber auch, und auch das ist dann eine Frage, die man genauer im Rahmen geopolitischer Analysen betrachten könnte, das, was Nordkorea vor allem will, ist seit über 70 Jahren einen Friedensvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika, seit über 70 Jahren. Und das lehnen die USA nach wie vor ab. Und das möchte ich nur vielleicht am Schluss noch sagen. Ja, also es gibt immer zwei Seiten oder zumindest zwei Seiten, die Dinge zu betrachten. Na, und wir sollten einfach nicht zu schnell in die teilweise propagandistischen gefärbten Mainstream-Diskurse einsteigen und alle diese Fakten als bare Münze nehmen. Danke sehr. Mein Dank gilt allen Mitpanelisten. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie das Wort. Ich eröffne die Fragerunde. Ja. Kann man das hören? Ist das Mikrofon angeschaltet? Hier vorne. Links. Also erstmal möchte ich, da ich mich ja auch mit Atlanten beschäftige und gerne reise, dem Panel ein Kompliment machen, wie sie dieses große, schwierige Feld der Geostrategie uns hier näher gebracht hat vor dem Hintergrund Strategie und Willen. Damit kann ich eigentlich gut leben und ich brauchte mich nicht zu melden. Ich habe aber eine Frage an das gesamte Panel oder an einen, der eine Antwort weiß. Wie hängt jetzt die Geostrategie mit dem Willen zusammen? Sind geostrategische Aspekte, die Sie aufgeblättert haben, von den Inhalten, Ressourcen bis hin zur Geheimdiplomatie, ist das die Sprungfeder, die nachher über den Willen in die Strategiebildung geht? Wie habe ich das einzuordnen unter Aspekt Wille? Wenn ich da nochmal eine Antwort bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für die Frage, die natürlich berechtigt ist. Man muss auch immer ein bisschen konkludent annehmen, dass es sich heraus ergeben kann aus dem Gesagten. Für mich erschließt sich der Wille in der Instrumentalität der Motivation, Strategie zu fassen. Ja? Das heißt, der Wille zur Strategie erwächst diesem Interesse, die eigenen Interessen sozusagen als Zielsetzung zu erlangen. Den eigenen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. So würde ich das auch geostrategisch sehen. Das heißt, wenn es im Interesse einer Großmacht liegt, gewisse Schritte zu setzen, dann erwächst auch das Interesse zu überlegen, wie kann ich das in eine Strategie gießen und wie kann ich dann, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, diese Strategie umzusetzen, schlussendlich. Also ich würde nur mit einem einzigen Satz antworten, der Wille zur Macht.
historische Gründe, das hat geografische Gründe, der Wille zur Macht ist ganz klar, dass ich abgrenzen gegenüber den Machtansprüchen anderer und zur Not muss ich das mit militärischen Mitteln auch wahren. Ich muss meine Interessen durchsetzen können, sonst verteidige ich die Vereinigten Staaten irgendwann am Mississippi. Und das ist natürlich, das war ja auch einer der großen Gründe, warum zum Beispiel in den USA nach 1880 ein riesiger Bau von Festungsanlagen sowohl an der Atlantik- wie auch an der Pazifikküste errichtet wurde. Wenn Sie auf der Golden Gate Brücke stehen und Sie schauen hinunter, haben Sie unterhalb der Golden Gate Brücke ein nie weggerissenes Fort. Und wenn Sie ein Auto haben, dann können Sie unten parken, ohne Parkgebühr zu zahlen. Das ist mein Geheimtipp. Dieses Fort ist eines von ungefähr 200 als historischen Monuments übrig gebliebenes von einem riesigen Investitionsaufwand aus Angst, irgendeine Macht, gemeint war Großbritannien und das Deutsche Reich, könnten vielleicht Teile der USA besetzen als Reaktion auf die Vorgänge nach 1860. Und daher muss man also die amerikanische Geschichte durchaus so verstehen. Da ich also lange in den USA gelebt habe und auch dort ins College gegangen bin, an die Uni, kann ich das anders, ich sehe das anders als viele, die hier im Raum sitzen. Ich sehe das auch teilweise anders, als du das siehst. Das National Interest der USA ist so manifest, das hat sich vielleicht mit der Unterbrechung durch die verunglückte Präsidentschaft von Barack Obama, die also von seinem Nachfolger aus den Geschichtsbüchern eliminiert wird derzeit. Alles, was Obama verfügt hat, wird de facto gestrichen durch Presidential und Executive Orders, nullifiziert. Daher wird also in 20 Jahren Obama nur mehr ein kleines Subkapitel in der amerikanischen Geschichte sein. Danke. Der freie Wille ist ein Konstrukt. Wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht. Deswegen habe ich auch große Schwierigkeiten, daraus ein Spannungsverhältnis zu konstruieren, was fruchtbar ist. Das werde ich aber in meinen Ausführungen zum Tagungsband für die Strategiekonferenz näher ausführen. Die Frage ist doch, wer hat überhaupt eine Geostrategie? Luxemburg nicht. Malta wahrscheinlich auch nicht. Geostrategie ist aus meiner Sicht gegeben. Mächte oder geografische Staaten, Staaten, die über eine historische Geografie verfügen, die über Machtpotenzial verfügen, die haben eo ipso eine Strategie und logischerweise eine Geostrategie. Erst natürlich erstmal eine Regionalstrategie. Die haben automatisch auch eine vergrößerte Umweltstrategie, dass sie sich mit den anderen Mächten, mit denen sie sich in Konkurrenz befinden, messen müssen. Und dann haben wir natürlich die Planungsstäbe. Die Planungsstäbe, die bekommen bestimmte Aufgaben. Ob das jetzt nun der Impetus als Wille ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dass der Wille eine Rolle bei der Geostrategie spielt, ist für mich gegeben, weil der Wille sich wahrscheinlich auch schon in der Politik manifestiert. Ich werde das versuchen, am Freitag ganz kurz darzulegen. Man muss eine Unterscheidung machen zwischen Interesse und Wille. Der Wille ist eher der Motor und das Interesse ist eher das Trittbrett. Und insofern ist für mich Wille und Geostrategie bei großen Staaten gegeben, wo natürlich der Wille sich ändert oder ändern kann. Der genannte Obama hatte mit Sicherheit einen anderen Willen als Trump und Bush Junior mit Sicherheit auch einen anderen als Bush Senior. Das heißt, die Wille können sich ändern, aber die Form, wie sich Wille dann manifestiert, ich glaube, die ist gegeben durch die Form der Verfassung, durch die Form der Geschichte, durch die Form des politischen Systems. Und insofern sehen wir ja auch, dass große Mächte sich ändern können. Ein Gorbatschow hat einen anderen politischen Willen als sein Nachfolger. Jetzt eine Frage an die Regie. Wolfgang, wie viele Minuten gibst du uns noch? Da drüben waren, es tut mir leid, da waren jetzt sozusagen, hier waren eine Menge Fragen, der Kamerad dort. Es werden leider nicht mehr alle herankommen, wir müssen dann einige Diskussionen in der Pause führen. Ja.
drei Fragen sammeln. Hallo. Ja, also ich habe einfach, da ich einen anderen Teil der Welt auch vertrete, freue ich mich, dass ich vor einem geballten Fachwissen stehe. Da kann ich wirklich meine Frage loswerden. Also nämlich erstmal ein paar Bemerkungen. Ich kann Ihnen sagen, das ist eine wichtige Frage. Die Sicherheit, die wir alle haben müssen. Wir müssen alle wissen, was sicher ist, nämlich der vierte Weltkrieg wird mit Steinen zustande wissen. Denn die dritte wäre so zerstörerisch, dass wir danach keine Möglichkeit haben, was zu machen. Was ist denn Ihre Frage? Meine Frage ist folgende an die deutsche Vertreter. Wenn Sie uns sagen, Deutschland muss erwachen aus dem geografischen Urlaub. Aber Sie müssen nämlich wissen, die Welt, die heutige Welt, wird nicht mehr über die Waffengeschichte entschieden. Wir haben nämlich den Klimawandel. Und Klimawandel kann so führen, dass bald in Deutschland, bin ich mir sicher, wir können an die Macht diese grünen Stars bekommen, nämlich Habeck und Baerbock. Das ist jetzt die Frage. Und Deutschland wird niemals die 2% für die Waffenindustrie wirklich zur Verfügung stehen. Deshalb frage ich mich, was denken Sie denn da drüber? Vielen Dank. Danke. Wir sammeln mal jetzt drei Fragen. So, die Dame da bitte. Meine Frage bezieht sich auf die Gegenteil von Wille. Und das ist die Verbindung von Terror im Krieg, so wie die Bombing von Dresden, Tokio und so weiter. Und jetzt haben wir nicht nur militärische Terror, sondern wirtschaftliche Terror, indem man zum Beispiel extreme Sanktionen, was man fast Wirtschaft, Warfare nennen könnte, Economic Warfare, um die Wille von den Gegner, von den Enemy zu zerstören. Also ich finde, dass Strategie und Wille dazugehört auch die Verwendung von Terror als ein Mittel, um Strategie zu, oder Ziele zu erreichen. Okay, bitte. Terror ist das alte Mittel. Hier vorne bitte. Entschuldigung, kein hier vorne. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Bandbreite, die Sie hier geboten haben. Was mir noch gefehlt hat, ist die fünfte Domain, also der Weltraum. Wir sehen hier ganz klar die Erdkugel und dazu haben Sie recht wenig gesagt. Ich würde jetzt noch mal ein Zitat gebrauchen, was gerade eben kam. Wer den Weltraum beherrscht, ist Herrscher der Welt. Was sagen Sie denn dazu? Herr Stockhammer, Sie haben das hervorragend dargestellt, die große Strategie von Trump. Ich habe eine Frage an Sie, vielleicht liege ich völlig falsch. Wenn man das Heftchen nimmt, Great Strategy, das ja veröffentlicht wird alle zwei Jahre, und da guckt man ja immer rein, sind wir bedacht, sind wir nicht bedacht, da kann man ganz zufrieden sein. Das ist das Schlimme. Und deswegen ist meine Frage an Sie, Sie haben ja Hilfsinterpretation gemacht, um das also klarzulegen, aber der normale Leser merkt das nicht. Das zweite Prinz, das wollte ich auch noch mal sagen, es ist nicht so, dass Weltherrschaft immer erzeugt wird, weil der Wille da ist, das zu machen. Es kann auch pragmatisch sein. Wenn Sie mal studieren, Churchills the History of the English-Speaking World, das kann sich auch pragmatisch ergeben und dann kommen die Schlüsse daraus. Das muss nicht böser Wille sein. Ich bin immer dagegen, Verschwörungstheorien zu machen. Ich komme aus einer Berufsgruppe, Generalstab, der schon mal in Nürnberg vor Gericht stand wegen Verschwörung gegen Weltfrieden. Da bin ich völlig dagegen. So, und jetzt beginnen wir mit der Antwortrunde. Herr Stockhammer, Ihr Gebet. Vielen Dank. Ich würde gleich auf die Frage mit dem Weltraum zu sprechen kommen. Natürlich ist es ein großes Thema, aber so wie ich das gesehen habe, gibt es ja eigene Panels, auch die sich damit auseinandersetzen. Da wollte mir nicht so ankratzen. Was ich sehe, ist, dass es wichtiger wird und dass wir auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich, von dort aus eine massive Machtprojektion zurück an die Erde sozusagen erleben werden und die unten sitzen und
oben das Sagen haben, werden geopolitischere Macht expandieren, definitiv. Davon kann man ausgehen. Ich glaube, dass aber dieses Konstrukt, das ich verwendet habe, mit der Kontrolle der Ströme ja auch indiziert, wohin gehen die Ströme, und das ist ja auch so ein, dass man sich von diesem Tellurischen löst. Ja? Das kann man zwar wieder argumentieren, ein Planet ist wieder tellurisch verfasst, aber ich meine jetzt so von der Schollengebundenheit von der Erde. Ja? Noch auf Ihren Kommentar, vielen Dank. Ja, Sie haben natürlich recht. Es gibt diese kodifizierte Grand Strategy und das ist für jeden nachlesbar, evident, aber die Schwierigkeit besteht ja gerade analytisch darin, herauszufiltern, was wird wirklich in die Politik einfließen oder was steht dort nur als schöner Grundsatz da. Ja? Und natürlich gibt es diese berühmten roten Linien in verschiedenen Bereichen, geostrategisch, die nicht überschritten werden. Die sind auch teilweise angemalt in diesen Grand Strategy Fibeln, aber es obliegt dann sozusagen auch der Auslegung des jeweiligen Präsidenten, und der US-Präsident Trump ist halt da ganz besonders erpicht darauf, dass er seine eigene Interpretation wahrnehmen kann. Und das, was er dann sozusagen ungefiltert O-Ton, deswegen habe ich auch das angesprochen, über Twitter kommuniziert, hat dann sehr viel Substanz dahingehend zu sehen, wie tickt der Mann und was ist seine Interpretation dieser Grand Strategy. Das ist mein Zugang. Und man hat oft das Gefühl, dass da sehr viel aus dem Gehen heraus entsteht, aus der Bewegung, und nicht sozusagen lange akkordiert wurde mit Planungsstäben, wie das vielleicht bei anderen Präsidenten mehr der Fall war. Ja, ich möchte da gleich anschließen. Also diese veröffentlichten Strategien, ja, es gibt öffentliche Strategien und es gibt eben Elemente, und das ist vielleicht doch ein wesentliches Element, weil es ja ursprünglich aus der Kriegsführung und um die Macht geht, dass eben Teile oder die gesamte Strategie geheim gehalten wird. Und das ist eben das, warum ich auch diese Frage der Verschwörung und Ähnliches angesprochen habe, weil das einfach definitionsgemäß dann schon in diese Richtung geht. Ja? Also, dass hier geheime Strategien verfolgt werden, ob das jetzt militärische, wirtschaftliche oder durch Geheimdienste sind, aber im Wesentlichen ist das alles sind verdeckte Operationen. Sie können das nennen, wie Sie es wollen. Ja, aber das vielleicht kurz dazu. Weltraum und auch was der Herr über das Klima gesagt hat. Ich möchte das ein bisschen zusammenfassen. Ja, selbstverständlich wird also die Erdatmosphäre, die ja auch schon Teil des Weltraums ist, und auch der nähere Weltraum zur Erde ist natürlich ein heiß umkämpftes, quasi ein heiß umkämpfter Raum. Und die Frage ist eben auch hier wieder, mit welcher Einstellung einerseits geht man an diese Strategie oder liegt dieser Strategie zugrunde. Ich möchte dazu sagen, ganz kurz, also Klimawandel gibt es zwei große Ansätze. Das eine ist also, die Menschen müssen ihr Verhalten ändern und die Wirtschaft muss ihr Verhalten ändern. Und der andere Ansatz ist eben wieder typischerweise, sage ich, ein technologischer Ansatz, und das nennt man heute Climate Engineering. Das heißt, wir gehen davon aus, also die Vertreter dieses Ansatzes gehen davon aus, dass wir das Klima technisch verändern werden können. Ja? Und das kann man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad schon jetzt. Und da schließt sich der Kreis wieder, weil es militärische Forschungen seit langer Zeit gibt, die also das Wetter als Waffe einsetzen wollen und es vielleicht auch teilweise tun. Das geht auch so weit, dass man Erdbeben als Waffen einsetzt und ähnliche Dinge. Ja, also dort wird es eben wieder interessant, und dann sind wir wieder dort, wo eben viele sogenannte Verschwörungstheorien ansetzen. Aber es ist kein Zweifel, ich kann Ihnen Unterlagen vom Pentagon, veröffentlichte, zeigen und so weiter, wo also wirklich über Climate Engineering in dieser Form geredet wird. Und als die Future des Warfare, ja, Klima. Das vielleicht für beide Seiten. Danke sehr.
Als ich in die Schule ging, ich war jetzt 80, schon eine Weile her, hatte Afrika eine einzige Millionenstadt und das war Kairo. Und Kairo hatte nicht einmal 2 Millionen Einwohner. In Südamerika gab es 3 Millionen Städte, 2 in Brasilien, 1 in Argentinien. Und das war's. Die Welt hatte 3,1 Milliarden Einwohner. Und jetzt sind wir im Bereich zwischen 7 und ein bisschen was drüber. Wenn Sie also die Frage stellen zum Thema Klimawandel und warum in Afrika Hunger herrscht, dann schauen Sie sich bitte die Bevölkerungszahlen an. Dann schauen Sie sich den Wasserbedarf an. Dann schauen Sie sich den Wasserbedarf in Indien an, das derzeit 1,1 Milliarden Einwohner hat. Ich in die Schule ging, waren es knapp über 300 Millionen. Hätte Indien heute 300 Millionen, hätte es den Wohlstand eines europäischen Staates. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn die Religionen sich scheuen, dieses Thema aufzugreifen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir dorthin gekommen sind, wo wir heute stehen. Ja, vielen Dank, das war ein wirklich gutes Statement. Klimawandel ist eine Herausforderung. Wer die Analysen von Professor Schellenhuber kennt, weiß, dass wahrscheinlich schon in diesem Jahrhundert Zentralafrika, Teile Indiens und Chinas unbewohnbar werden. Umgekehrt wird die Arktis für den Menschen bewohnbar. Das schafft Dynamik und damit werden wir uns geopolitisch beschäftigen müssen. Ich glaube übrigens nicht, dass Deutschland per se nicht mehr als 2% für Rüstung ausgeben wird. 1989 hat Deutschland 3,9% vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung ausgegeben. Norwegen und Schweden haben gerade die Wehrpflicht für Frauen und Männer wieder eingeführt. Da ist viel Bewegung drin. In 10 Jahren sieht das hier ganz anders aus. Ich finde, dieser kurze Exkurs Terror ist das Instrument des Schwächeren in allen Kriegen. Das ist etwas völlig Altes, uralt, kennen wir aus Formen der Kriegsführung. Wir gehen zurück, nicht nur ein bisschen in den amerikanischen Bürgerkrieg, sondern auch in die heutige Zeit. Ein hochinteressantes Thema, Professor Münkler, Ihr Lehrer, hat dazu geschrieben, andere auch. Zum Thema Weltraum, sehr spannend. Wir bauen in der NATO gerade unsere Luftwaffen zu Space and Air Force. Einheiten um. Die Bundeswehr hat im Ministerium einen Referenten, Oberstleutnant A15, der das Thema bearbeitet. Das kriegt jetzt Fahrt. Das Thema ist sehr wichtig. In Oberpfaffenhofen beobachten wir, was da oben passiert. Und wir werden darüber bald sehr viel mehr lesen, weil in der Tat, wer den Weltraum beherrscht, der hat auf jeden Fall bessere Karten. Herr Lieblings, dürfen wir Ihr Gesicht sehen? Ja, natürlich. Natürlich dürfen Sie sehen. Nur ganz kurz zum Stichwort Weltraum. Ich bin da optimistisch, dass die vielen konkurrierenden Mächte so einsichtig sind, das Weltraumrecht weiter zu kodifizieren. Wenn man sich anschaut, wie ist die ganze Rüstungskontrollverhandlung, wie hat die angefangen? Wie hat das Völkerrecht auf den Meeren angefangen? Mit Grotius. Wann ist der Meeresbodenvertrag gekommen? Die Exploration des Meeresbodens. Also ich bin sicher, wir werden eine Phase der exzessiven Gefahren haben, was aus dem Weltraum kommt. Dann werden die Gefahren aber so manifest sein, dass man dann hinzukommt und sagt, wir müssen das Weltraumrecht stärker einhegen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen. Unser Gastgeber kommt gerade zum Podium. Dann kannst du bitte die Abschlussworte sprechen. Danke dir, lieber Jörg, für die brillante Moderation. Danke für die Beiträge. Ich bin dankbar und glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass ja auch kontroversielle oder komplementäre Ansätze gesprochen worden sind, dass Ansätze für Diskussion geschaffen worden sind. Wir haben auch die Stimme aus dem Hinter- oder Untergrund dabei gehabt. Warum ich ein bisschen abrupt auf das Ende drängen muss, wir haben um 12.45 Uhr die Frau Bundesminister außer Dienst Dr. Karin Kneißl als Vortragende. Ich darf daher nicht zu viele Worte verlieren und Sie höflich bitten, das Essen möglichst verzugslos einzunehmen, damit wir wirklich um 12.45 Uhr starten können. Ich darf, nachdem der Weltraum das letzte Wort war, mit Einstein schließen. Er sagt, 2 Dinge sind unendlich, die menschliche Dummheit und der Weltraum. Bei ersterem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mahlzeit. Applaus